Was geht ab, Bildungselite? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Solo-Episode. Lang ist es her gewesen. Und ja, ich habe den Fisch am Start. Thunfisch. Wahrscheinlich kenne ich da die meisten drunter. Die wenigsten wahrscheinlich unter dem Namen Colin. Das ist Trotzdem, richtig. hallo Colin. Ich möchte dich erstmal ganz gerne bei mir im Bildungselite-Podcast begrüßen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Ich komme gerade vom Armtraining. Ich habe schön Hit-Arme trainiert und jetzt, Hit-Arme. ja, und jetzt ein bisschen Eiweiß saufen und Podcast aufnehmen. Das ist ja auch ungewöhnlich. Die meisten machen ja gerade bei Arme nicht Hit, sondern ihr Volumentraining. Ja, ich bin aber eigentlich aktuell ganz gut damit gefahren, weil wenn ich Volumentraining mache, ich trainiere aktuell Push, Bein, Arme, Beine, Push, Pull, um halt Ja. meine Armschwäche auszugleichen. Und wenn ich mir mit drei Übungen, 3 bis 4 Sätzen die Arme wegknall, kann ich mein Push- und mein Pull-Training knicken komplett. Heißt, ich mache 3 Übungen, 2 Sätze, Top-Back-Off-Set, also Top-Set ist bummelig 8 Wiederholungen, Back-Off-Set sind bummelig 15. Ja. Und damit fahre ich ganz gut. Kurze Satzpausen durchpumpen. Danach sind die Arme platt. Ja. Hättest du es nicht auch umstellen können, dass du Push-Pull Beine, Arme machst, aber du hast Arme jetzt bewusst am Anfang gemacht, um halt diese Schwäche auszumerzen, oder Ja, warum? aber es ändert ja nichts, ob ich Arme trainiere, dann einen Tag Pause habe und dann Push und Pull trainiere oder ob ich Arme trainiere und dann halt danach Beine. Also das Ja, juckt kommt drauf sich an, wie nicht du wirklich. Pausentage legst halt, ne? Wie legst du die oder machst du die spontan? Ich hab immer den Pausentag quasi nach dem letzten Oberkörpertag liegen. Ich trainiere Okay. durch. Ich hab 4 Trainingstage, einen Tag Pause und dann rotiere ich einfach durch. Also Es sei nicht denn, diese du hast. typische Stefan Kienzel Zweier-Rotation mit zwei Trainingstage, ein Tag Pause. Nein, ey, ich würde, also ich gehe eben schon bei jedem Rest Day an die Decke. Ja. So, das kann ich. Fühle das kann ich gar nicht aktuell, so vom Gefühl her. Deswegen dann lieber ein bisschen weniger Volumen machen, aber eine höhere Frequenz fahren. Und ich kann dann halt ins Gym gehen. Vor allem, das ist halt auch angenehmer, wenn du irgendwie YouTube-Video dreh oder hast oder so. Dann schmeißt du nicht so auf deinen Trainingsplan durcheinander, sondern sagst du halt, okay, gut, ich müsste dienstags Beine trainieren. Also entweder drehe ich den Plan halt, sodass du halt irgendwie ein Oberkörpertraining hast, weil sind wir mal ehrlich, Beintraining sind einfach langweilig zum Zugucken. So, das zieht halt nicht so. Ist langweilig, klar, musst du auch irgendwie mal einbringen. Aber das guckt man sich einfach nicht so gerne an wie ein schönes Echt nicht? Push-Pull- oder Arme-Training. Oh, ich würde mir Nee. tausendmal lieber mein Training angucken und so gucken, wie die Leute richtig an die Grenzen gehen und da abkotzen. Ja, Alter. wenn dann musst du so Beine Ja, trainieren. richtig, So. genau. Wenn dann So brauchst du dieses so ein Dennis James Roman-Schmitz-Beintraining. TOT-Massaker, ich glaube, das kennt jeder in der Szene. Sowas halt, das feiere ich. Ja, aber mach das mal alle 5 Tage. So. Also, du Das drehst kannst du wirklich auch nicht. jedes Training ab bei dir? Nein, nein, aber wenn du jedes zweite Training oder so drehst, das ist schon viel. Und naja, das macht es halt ganz angenehm fürs allgemeine Videodrehen einfach, weil du halt viel Oberkörpertraining hast und dadurch kannst du halt die Tage immer so legen. Weil du dann halt ja natürlich auch immer viel schiebst. Wenn du sagst, keine Ahnung, ich möchte mit dem Chris Karl Rücken trainieren, so, aber eigentlich würde gerade Arme anspielen, dann trainierst du mit dem einfach Rücken, so. Ja. Weil da ist dann halt einfach die Content die höhere Präferenz als, ich mache jetzt 0,2% mehr Gains in den Armen, Ja, oder so. vielleicht auch mal was lernen zu können, ne? Mit so einem Chris mal Rücken zu trainieren, ist ja auch mal eine Chance. Genau, so, ich sage halt immer so schön, solange du YouTube-Videos machst oder irgendwie Influencer-Quatsch, so, solltest du dir eigentlich keine Allüren dahingehend anarbeiten, sondern du bist halt Influencer und kein Profiathlet. Wenn ein Urs 4 Weeks out das macht und sagt, okay, gut, ich habe jetzt Push auf dem Plan stehen, ich trainiere nichts anderes, fair enough. Aber ich bin kein Urs. Aber gerade Urs hat ja 3 Wochen vor dem Olympia dann noch mit Milos dieses Gigantensatztraining da gemacht, ne? Also Ja, selbst der. genau. Ja, krass, Das, ja. deswegen, also auch dieses, ja, Bruder, ich muss heute das und das trainieren. Digga, halt's Maul. So. Das kann ich gar nicht abfeiern. So, entweder mal schmeißt du dann nochmal einen extra Pausentag mit rein oder hast danach halt einfach irgendwie ein leichteres Training oder sonst was. So. Die einzige Ja. Ausnahme, die ich da mache, ist halt, keine Ahnung, wenn ich mir heute Bizeps wegfetze, so, dann trainiere ich morgen nicht Pull. Aber das ist Die halt auch Einstellung finde ich so. ganz cool, weil muss man auch gar nicht sagen, 99% der Leute im Gym sind halt keine Profis. Denen geht es nicht jetzt darum, deinen Lebensunterhalt zu verdienen oder auf dem Mr. Olympia zu trainieren. Und diese gewisse Lockerheit sollte man sich beibehalten. Und wenn du halt durch den gesamten YouTube-Quatsch halt bemerkst, okay, gut, ich habe halt, keine Ahnung, nach einem halben Jahr eine Schwäche im Rücken, weil ich immer irgendwie mein Rückentraining getauscht habe, für Push-Trainings oder für Armtrainings oder Schultertrainings oder sonst was, dann kannst du das ja aber auch dahingehend anpassen und da, deinen Rücken dann im nächsten Zyklus oder wie auch immer du es nennst, wenn du deinen nächsten Trainingsplan machst, einfach wieder priorisieren und sagen, okay, gut, anstelle davon, dass ich jetzt immer das Rückentraining rausschmeiße, schmeiße ich halt dazu immer das Push-Training raus, für ein YouTube-Video-Dreh.
So ist also es. du kannst ja immer Schwächen ausgleichen. Richtig. Wie oft evaluierst du dich selber und guckst halt, wie muss ich jetzt meine Periodisierung oder mein Split anpassen, um halt gewisse Schwächen auszumerzen? Und wie lange ziehst du denn so einen Plan nochmal wirklich durch? Das Ding ist, ich bin ziemlich kacke da drin. Das ist mir jetzt schon wieder aufgefallen, mich an meine eigenen Trainingspläne zu halten. Ich bin da tatsächlich mittlerweile so, dass ich mir halt einfach ein festes Datum setze, von wegen, du machst jetzt 10 Wochen mindestens genau diesen Plan. So, das passt gerade ganz gut. Der Arme, Beine, Push-Pull-Plan, den laufe ich jetzt, glaube ich, in der 8. oder 9. Woche aktuell. Und ich warte aktuell auf Trainingspläne. Wer coacht dich? Ja, ich sag mal so, das verrate ich, wenn es geklappt hat, Okay. also ich kenne ja mich selber. Und sollte ich es verkacken, möchte ich niemanden seinen Ruf als Coach ruinieren, weil ich halt ein scheiß Athlet bin, weißt du? So, wenn es gut geklappt hat, sage ich, gut, ich habe mich dran gehalten, dann, keine Ahnung, habe ich 5 Kilo Muskeln aufgebaut. So, wenn es halt nicht geklappt hat, werde ich. Nur weil ich als Athlet versagt habe, nicht jemanden damit reinziehen. Weißt du? Das ist so die Sache. Das heißt, du behauptest von dir selber, dass du nicht gerade so der disziplinierteste Athlet bist. Das ist tatsächlich phasenweise so der Fall. Also besonders, das hängt halt bei mir so ein bisschen auch mit mentaler Gesundheit zusammen. So letztes Jahr Sommer war halt richtiger Trash. So. Aber sonst, wenn ich halt in meiner Phase bin und halt mein Essen reinbekomme, das hat man ganz gut bemerkt am Anfang letzten Jahres, so April, Mai, Juni, da lief gut. Da habe ich dann ja auch, als ich gerade angefangen habe, nicht mehr natural zu sein, habe ich ja, boah, lass mich lügen, von 8 Wochen 6 Kilo zugenommen. So, weil es da halt lief, so, dann hast du wieder einen Down drin, so, dann warst du einmal auf über 85, so, dann hast du deinen Down drin, dann war ich noch im Urlaub, so, danach eine dicke depressive Phase, dann war ich bei, keine Ahnung, 78 Kilo, aber mit einem KFA von, weil es natürlich Muskelschutz ist, von 7, 8%, ich hatte auf jeden Fall Streifen in den Quads. So, ich habe mein Protein gedeckt, aber das war halt so das Einzige, was halt von meiner Ernährung lief. Und dann kannst du dir halt vorstellen, okay, gut, du hast einen Muskelschutz drin, der halt quasi garantiert, dass du keine Muskulatur abbaust, hast aber viel zu wenig Kalorien drin. Ja gut, dann wirst du halt immer, immer leaner und machst quasi ungewollt Diät und dann stagniert halt auch deine Trainingsleistung und dann geht halt runter und so. Das war alles letztes Jahr nicht ganz optimal. Deswegen habe ich mich jetzt wieder dazu entschieden, alles klar, ich suche mir jemanden, der mir sagt, was ich essen darf, der mir sagt, was ich trainieren darf. Und das läuft auch aktuell ganz gut. Ich habe schon die letzten 3 Wochen alles getrackt, so auf Eigenverantwortung. Und mein Look ist ein ganz anderer, einfach weil jetzt Kohlenhydrate wieder reinkommen und mein Körper so wieder, auch mein gesamtes Wohlbefinden ist ein anderes. Ich habe, also nur mal so als Beispiel, ich war beim Dwayne auf der Booster Party Ja. und da habe ich Bankdrücken mit dem Gabriel zusammen gemacht, Flachbankdrücken 110 und davon habe ich 3 alleine geschafft. Okay. 3 alleine. Ich habe vorgestern Push trainiert. YouTube-Video dazu ist gerade im Edit. Und da habe ich 115 auf 5 gedrückt. Nur weil meine Kohlenhydratspeicher voll sind. Das ist ein Unterschied von 1,5 Wochen gewesen. Ja, krass. Den Progress wünscht man sich. Ja, das ist nur, weil Kohlenhydrate jetzt reinkommen und meine Ernährung wieder besser funktioniert. Aber wie das dann in 3, 6 und 12 Wochen aussieht, gucken wir dann. Ich bin gespannt, weil ich habe gerade aktuell Bock durchzuziehen. Und Essen macht aktuell Spaß, Training macht aktuell Spaß, also. Ja, du hast ja schon ein, zwei Sachen angeteasert, auf die ich eigentlich erst später zu sprechen kommen wollte, nämlich, dass du nicht mehr ganz der Naturale bist und auch vielleicht, dass du nicht ganz so konsequent bist, was Training und Ernährung angeht. Behalte es also mal bitte im Hinterkopf und ihr auch gerne. Ich würde gerne mal wirklich ein paar Jahre zurückgehen und für all diejenigen, die jetzt hier vielleicht eingeschaltet haben und sagen, wer ist dieser Typ eigentlich da und was sucht er hier? In welchem Verband ist der Profi? Einfach mal ein paar Jahre zurückgehen. Und sagen, wie hast du eigentlich diesen Schritt in die Fitnessszene bekommen? Soweit ich weiß, fing das damals alles an mit Memes, korrekt? Das ist, ja, also vorher war ich schon jahrelang Konsument von den gesamten Sachen. Von was für Sachen? YouTube-Videos. Ja, Also okay.
Ja, ich habe damals Hardcore Booster bestellt. Nein, also Hardcore Booster sind komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe erst angefangen, mich dafür zu interessieren, als es so schwer war, da dran zu kommen, dass du halt die gefüllte Lire rausreißen musstest, um eine Dose dafür zu bekommen. Ja. So. Aber du Bin hast ich aber auch YouTube sehr froh verfolgt. Wen drüber. hast du verfolgt? Erinnerst du dich an die ersten Videos von Julian Zietlow, wo der Ja. mit Zilla trainieren war, wo Ron Bielecki so 16, 17 war? Boah, an die Videos nicht, aber Julias Zietlows ersten Zeiten, Videozeiten an die schon, ja. Ich erinnere mich an die allerersten Sachen von Ron Bielecki, wo der so 17 war. Ja. Und noch davor, so die ganzen Sachen habe ich mitbekommen. Das heißt, ich bin so Konsument von der Szene seit 2016? 2015, 2016, da durfte ich mich gerade so im Fitnessstudio anmelden. Und da habe ich dann alles mitbekommen. Von den Beginn der Hardgainer-Crew, von alles, was damals um GN herum passiert ist. Strength Wars habe ich von ganz von Anfang an mitbekommen. Damals war Gürki noch groß. Sagt dir noch Raphael McStan was? Nee. Das war auch so ein Kumpel von Gürki. Das alles habe ich mitbekommen. Ich habe die ganze KLS-Zeit mitbekommen. Ich habe die ganze Ja. Rap-Settle-Zeit mitbekommen. Das habe ich alles mitbekommen. Und dann war das so eine Nacht- und Nebel-Aktion eigentlich, dass ich habe dem Mert geschrieben. Mert Aesthetics, den gibt es heutzutage gar nicht mehr. Der hatte damals Memes gemacht. Ich habe dem immer wieder Sachen so geliefert, die halt auch einfach gut waren. Weil ich war halt schon immer so der Vogel, der in der letzten Reihe gesessen hat, nur am Handy gehangen hat und Memes gescrollt hat in der Realschule. Ja, und der dann hat gemeint so, ja, mach doch einfach meine eigene Seite auf. Und so ist dann die erste Meme-Page Thunfisch Proteinshake im Februar 2018 ins Leben gerufen worden. Februar 2018. Ja. Da war ich noch nicht mal volljährig. ja, und dann hab ich das so anderthalb Jahre, etwas über ein Jahr gemacht. Dann ist mir die Seite down gegangen. Und da Mad Aesthetics hieß, habe ich mich halt dann dazu entschlossen, alles gleich, ich mache eine neue Page auf. Ich mache dann Thunfisch Aesthetics. Und dann fing das halt mit Memes an, weil mir aber die erste Seite platt gegangen ist. Was machst du dann? Knallst dann in Story-Content, weil Story-Content dafür damals noch eine höhere Relevanz hatte für einen Algorithmus, weil die damals versucht haben, Snapchat irgendwie vom Markt zu drängen und so. War Story-Content sehr, sehr relevant für Algorithmus. Habe ich dann halt angefangen, irgendwann so auch so mich selber hochzunehmen und so, ja, auch so ein bisschen Real-Life-Content zu machen. Und so ist es dann nach und nach von Memes immer mehr zu der, ich sag mal, Kunstfigur Thunfisch-Aesthetics geworden. Ja, ganz kurz Ja. dazu. Thunfisch Aesthetics, wahrscheinlich wegen Markus Rühl, Thunfisch Proteincheck, Genau, korrekt? die erste Seite hieß Thunfisch Protein-Check als Anlehnung an Markus, so. Und damals gab es, glaube ich, auch schon Roswitha Rühl. Ja. Also damals gab es Roswitha Rühl, Mad Aesthetics, Amino Clemens und mich. Und wir hatten sogar so eine Instagram-Gruppe zusammen, wo wir uns halt auch regelmäßig neue Ideen zugesendet haben. Und man hat sich halt einfach ausgetauscht. Ne? Wie, ich meine, es wird ja nicht von Anfang an so abgegangen sein, wie du es dir gewünscht oder vorgestellt hast. Die meisten gehen ja erstmal durch diese lange, lange Phase, wo es halt noch nicht so wirklich abgeht, wo man noch nicht den Erfolg hat. Weiterzumachen. Wie hast du dich in dem Moment halt motiviert, trotzdem weiter diese Memes zu posten und hochzuladen? Ich fand es Und selber lustig. okay. Das war so einfach Spaß und eine Freude. Ne? Also ich habe das halt alles gemacht, weil ich da selber einfach Bock drauf hatte. Und wenn du halt dann irgendwie so eine lustige Situation siehst, dann erstellst du halt das Meme. So, das mache ich heutzutage noch. Wenn ich sehe halt random irgendwas, denke mir so, oh, das ist lustig. Mach daraus ein Meme und knallst halt bei mir in die Story oder knallst halt als Post raus. Weil ich halt das einfach lustig finde. Und war mal der Zeitpunkt, wo irgendwie dieser Schalter geswitcht ist, wo du wirklich auf einmal dann Zuspruch und Erfolg bekommen hast? Kannst du dich daran erinnern? War das irgendwie ein bestimmtes Meme oder ein bestimmter Monat, wo es auf einmal dann extrem geteilt worden ist? Weil man schafft es ja nicht immer einfach nur mit Memes oder sowas, die man halt dann peu à peu postet, auf einmal so eine große Reichweite zu generieren. Ich glaube, das kam nach und nach, weil so die Leute, über die ich Memes gemacht habe, die haben das ja mitbekommen, was ich gemacht habe. So. Und die haben das so, und die haben ja auch WhatsApp-Gruppen zusammen und die kennen sich alle untereinander und so. Und dann so, guck mal, was über dich gemacht wurde. So. Und dann wurden die ersten Sachen, keine Ahnung, von anderen Leuten gerepostet. Ja. So, und wenn du halt, keine Ahnung, ich war 18, keine Ahnung, 62 Kilo schwer und Kevin Volta repostet deine Sachen so.
So, Kevin Wolter war damals der Fitness-Influencer. Ja. So. Dann dreht erstmal bei dir alles durch. Und der richtige Punkt, wo es halt Klick gemacht hat, wo ich gedacht habe, so, okay, gut, das, was ich mache, hat halt wirklich so einen Effekt auf Leute, war FIBO 2019, wo ich da hingekommen bin und so der komplette GN-Stand wusste, was ich tue. So. Damals war halt GN noch groß und alle wussten, was ich mache. So, Tobias Hane, Max Matzen, alle wussten so, was ich mache. Die kannten halt nicht mein Gesicht. Aber ja, die wussten ja, alle, was ich tue. Mike Sommerfeld, Fabian Flakes, die wussten alle, was ich mache. Und ich war so, fuck, was habe ich in den letzten Jahren über gemacht? So, dass ihr alle mich kennt, ne? Und dann saß ich abends mit dem Mert hier. Und wir waren bei Markus Rühl auf dem Donnerstag. Ja. So. Und wir haben dem so Aufkleber auf den Rücken geballert. So weißt, kennst du diese Videos, wo die halt Bodybuildern so Aufkleber auf den Rücken kleben? So, so einen Quatsch haben wir halt mit Markus gemacht und der hat das halt im Rev-One-Video erwähnt. Und da war ich so, alles klar. So, ich habe gerade Props von Markus Rühl bekommen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja. Aber bis dahin wart ihr noch undercover, ne? Da kannte euch noch niemand. Wir haben unser Gesicht nicht gezeigt, ja. Habt ihr es ab diesem Zeitpunkt dann geändert? Genau, auf Afibo haben wir das geändert. Wie kam der Entschluss dazu, auf einmal dann doch nicht mehr anonym zu sein? Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, das war halt eher so, wir haben halt uns gedacht, wäre lustig, wenn wir über die Fibo laufen mit unseren Logo-Shirts. Mhm. So. Und damals hatte ich noch diesen Thunfisch als Logo und sonst was. Und da kamen auch schon die ersten Leute so, Digga, du machst das so voll lustig. Und keine Ahnung, wir fanden das halt einfach cool. Wir haben uns da keine Gedanken drüber gemacht. Wir waren halt 18 und 19, so, ist doch einfach cool, lass doch machen. Ja, ja. Gibt es eigentlich Mert und Amino Clemens und so noch? Nee, ne? Mert macht nichts mehr in die Richtung. Amino Clemens, soweit ich weiß, auch nicht. Dazu muss man halt aber auch sagen, Memes sind ja so ein bisschen eine tote Kunst. Mhm. Aber klar, Privatpersonen gibt es sie halt noch. Ich schreibe ab und zu noch mit Mert, so keine Ahnung, alle 3, 4 Monate. So, ich müsste den mal wieder besuchen. Aber sonst, mit den Jungs von Rosita Rühl habe ich immer noch ein bisschen ja. Kontakt. Die sind so, auch aber noch die sind frisch auch dabei. Die sind ja seit, keine Ahnung, 6 Jahren am Start. Ja. Und die machen immer noch denselben lustigen Scheiß wie damals. Ich frage mich, wo die ganzen Ideen herziehen. Weil die verwursten ja seit 6 Jahren denselben Content neu. Aber trotzdem feine Leute, das ist immer noch. Ja, klar. Das ist halt auch mal eine Frage, die jetzt aus einer Community kam. Warum hast du mit Memes aufgehört? Du hast gerade schon gesagt, es ist irgendwie so ein totes Produkt. Aber irgendwie war es ja wohl irgendwie damals der Hauptgrund, warum die meisten Leute dir gefolgt sind, ne? Ja, klar, aber ich sag mal so, ich entwickle mich, die Page entwickelt sich. Und das war so, keine Ahnung, ich wollte zu dem Zeitpunkt so viel, wie auch immer man das nennen möchte, ich war halt so, das ist ja so verschwommen von, ich mache halt Memes zu, ich werde immer mehr als Person mit der Seite identifiziert und ich habe ja immer noch meinen Humor und jeder, der meine Stories verfolgt oder meine YouTube-Videos, weiß halt so, ich habe ja immer noch einen am Helm. So. Ich habe irgendwie als Kind zu nah am Haus geschaukelt oder so. Ich weiß es nicht. Aber dieser Humor aus den Memes, der bin ja zum großen Teil ich. Ja. Ne? Und ich mache das jetzt aktuell so, wie ich Bock habe. Wenn ich eine geile Idee habe, poste ich die. Ich habe ja zwischenzeit gar keine Memes gepostet und jetzt denke ich mir halt auch so, ja, wenn was Geiles kommt, wenn ich eine coole Idee habe, dann poste ich das, wenn nicht, halt nicht. Ich mache mir da keinen Druck, weil ich mir halt denke, so, ich mache das, worauf ich Bock habe und die Leute, so doof sich das halt anhört, aber die Leute feiern das, ob ich jetzt als Person humorvoll bin oder ob ich halt Memes mache, weißt du? Mhm. Von daher. Inwieweit hat sich aber dann deine Followerschaft oder deine Community, wenn man es so nennen kann, gewechselt? Weil es ist ja eine Sache, jetzt mir irgendwie lustige Memes anzugucken, die dann meinetwegen täglich oder wöchentlich hochgeladen werden. Mhm. Aber eine ganz, ganz andere Sache, halt einem Colin zu folgen, an Colins Leben teilzunehmen und den als Person irgendwie zu feiern. Hast du da irgend so einen Shift gemerkt? Ein bisschen. Also du hast natürlich einen gewissen Bruch von den Leuten gesehen, die halt gesagt haben, okay, gut, ich habe das, was du vorher gemacht hast, gefeiert. Aber das, was du jetzt machst, ist so, das gefällt mir nicht so. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Wenn du halt einen Content-Switch hast, keine Ahnung, wenn du jetzt Vlogs machen würdest, würden die halt auch irgendwelche Leute wegspringen. Absolut, klar.
Aber da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass halt viele Leute mir da einfach die Chance gegeben haben, haben sich das dann angeguckt, weil das auch so dieser sanfte Übergang war. Und es gibt eine Menge Leute, die ich halt auch jetzt immer noch wieder sehe in den DMs und sonst was, die folgen mir seit 2019. Krass, ne? Ja, und so Leute erinnerst du dich natürlich. Aber wenn du anfängst, siehst du ja noch jeden, der dir neu folgt. Du guckst ja auch noch jedes Profil an von den Leuten, die dir neu folgen. Du guckst ja jedes Profil an von Leuten, die was liken. So, weil das für dich so surreal ist. Mittlerweile ist das ja, das kannst du gar nicht mehr machen, das wird so inflationär. Aber du hast das gemacht und daher bleiben dir halt so Leute im Kopf. War es für dich jetzt rückblickend der richtige Schritt, dann nicht mehr anonym zu sein, diesen Undercover-Mantel abzugeben? Oder denkst du dir oder wünschst du dir manchmal noch, eigentlich hätte ich doch ganz gerne irgendwie dieses Mysterium Thunfisch bleiben sollen, weiter so im Untergrund die Fitnessszene einmal umkrempeln dürfen? Oder wie bewertest du das? Also ich finde das gut, dass ich als Person stattfinde, weil ich so mehr Möglichkeiten habe, ich sag mal, zu wirken. So, ich habe ja die Möglichkeit, mehr Content zu machen, also ich sag mal so, ich hab einfach einen größeren Spielplatz, auf dem ich meinen Content aufbauen kann. Ob ich jetzt Memes mache, ob ich jetzt Vlogs mache, ob ich jetzt Reels mache, die lustig sind oder sonst was. So, wenn du ja dein Gesicht nicht zeigst, bist ja was du machen kannst, ein bisschen eingeschränkt. So. Und so kannst du dich ja auch mal entscheiden, so wie viel möchtest du halt auch von dir selber zeigen. Der Lennart Felix von ESN, der zeigt ja auch nicht sein Training. Weißt du, so, der ist halt auch nur so als der Typ bekannt, der vorm Rechner sitzt, quasi mit Mikrofon und halt Trainingsphilosophie erklärt. Und so muss man das halt so für sich selber einfach entscheiden. Ich bin damit happy, das, was ich gemacht habe. Und so habe ich halt einfach mehr Bandbreite über das, was ich machen kann. Klar läufst du halt so eher Gefahr, dass halt Leute dich so ein bisschen Angreifen. anfeinden. Andererseits hast du halt aber auch die Möglichkeit, dass Leute sich mehr mit dir identifizieren. Erst recht, weil ich bin, wie ich bin, weil ich versuche halt einfach transparent walten zu lassen, so wenn ich, keine Ahnung, bis morgens um 6 im Bootshaus rumschimmel und auf dem Hardstyle-Event bin oder sonst was so. Aber und meine Cam dabei habe, es gibt ein YouTube-Video, da sitze ich hier wie morgens um 8 oder so am Rhein, nachdem ich im Bootshaus war, ziehe mir eine Mahlzeit rein, springe in die Bahn, fahre nach Hause und ziehe mir dann halt, als ich zu Hause bin, noch eine Mahlzeit rein und gehe halt ins Bett morgens um 8. Weil ich halt sehr nah an den, also ich möchte Content produzieren, wie ich ihn gerne sehen würde. Und da Content, wie ich ihn gerne sehen würde, ist halt sehr nah an den Leuten dran. Das ist nichts Gestelltes so. Als ich die ganzen Bodybuilder und so kennengelernt habe, viele davon rauchen, viele davon machen dies, viele davon machen das, was sie halt aber nicht mehr zeigen können oder wollen, weil sie dafür dann einen gewissen entweder Shitstorm bekommen oder irgendwas anderes. Weil sie sich einen, die haben sich so einen Palast aufgebaut aus einem Image und da kommen die jetzt nicht mehr raus. Weil die können dann das nicht sagen und die können das nicht machen, weil dann bekommen sie dafür Hate ab. Sie haben so ihre Bubble, in der funktionieren sie und wenn sie da rauspieken, würden sie sofort so, keine Ahnung, wenn Urs jetzt ein Video posten würde, wo der sich mit seinem Cousin, keine Ahnung, eine ganze Pulle Belvedere reinzimmert, so. Und das wird er mit Sicherheit irgendwann mal machen. Hundertprozentig. Das wird jetzt nicht dreimal im Jahr vorkommen, aber so alle 4 Jahre vielleicht mal so. Aber dafür würden ihm die Leute auf die Finger hauen. Und ich bin halt so. Ist dein Ruf einmal erst ruiniert, lebt sich recht ungeniert. So, ein Montana Black kann halt auch sagen, was er will. So, der macht auch Instagram-Stories, während der, keine Ahnung, auf der Raststätten-Toilette ist. So. Und genauso mache ich das halt auch gerne. Ich bin gerne näher an den Leuten dran. Und wenn das halt bedeutet, dass ich halt, ich sag mal, für viele Leute auch ein Ticken zu private Sachen liege, das ist in Ordnung, aber das muss ja für mich passen. Ich finde diesen Aspekt nur so interessant, weil bei mir auch irgendwann so die Frage war, was teile ich überhaupt von mir? Wie viel gebe ich von mir selber preis? Und ich bin ja jetzt auch, das heißt auch, du hast dich ja mittlerweile schon ein bisschen mehr dem Sport committed, aber jemand, der halt das Ganze hobbymäßig betreibt und einfach aus Freude am Sport halt diesen Podcast unternimmt. Und da kommen halt ab und zu mal so ein paar Stimmen von irgendwelchen Oldschool-Bodybuildern oder Hardcore-Bodybuildern, den du halt nicht als 80-Kilo-Mensch in dieses Bodybuilding-Hardcore-Image passt,
die wollen am liebsten halt nur Roman Fritz Gestalten haben, die Bodybuilding atmen, leben und verkörpern. Und dann Ja, kommst du halt aber 80. Ja. Roman Fritz macht es ja auch falsch, weil der macht ja keine Massephase mit 150 Kilo, weißt du? Der frisst zwar Klar. 10.000 Kalorien am Tag, aber für die Oldschooler müsste er am besten 15.000 Kalorien fressen und, weißt du, so, du Richtig, kannst das nicht aber Leuten genau in dem wettmachen. Moment hast du halt von dieser Meme-Page, wo du halt noch so Untergrund warst und halt irgendwie Bodybuilding durch den Kakao gezogen hast, auf eine humoristische Art, aber auch einmal dich selber halt gezeigt, dich selber präsentiert und vielleicht jemanden verkörpert, den halt diese Hardcore-Oldschool-Szene gar nicht gerne in der Szene haben möchte. Deswegen fand ich es gerade ganz interessant, mal nachzufragen, wie du diesen Schritt wahrgenommen hast und wie die Leute darauf reagiert haben. Ja, ich glaube, was auch ein großer Punkt war davon, dass ich diese Akzeptanz in der Szene bekommen habe, ist es, weil ich mich selber nicht zu ernst nehme. Ja. Du kannst nicht andere Leute anfangen, durch den Kakao zu ziehen, wenn du selber 72 Kilo wiegst und dann sagen, über mich selber mache ich keine Witze. Ich habe Ja. im letzten oder vorletzten YouTube-Video gesagt, so von wegen hier 74 Kilo und fängt an, Stoff zu ballern. Wie behindert kann man denn sein? Das, ja, so behindert bin ich. Ja. Und deswegen, man muss da halt auch sich so selber ein bisschen auf die Schippe nehmen, auch wenn es immer noch, also du wirst immer irgendwelche Leute haben, die rummeckern wollen und sagen wollen, ich will dich aber so und so haben, so, aber ich mache halt meinen Quatsch, ich mache das, was ich selber lustig finde, und wer daran teilhaben will, soll das gerne machen, soll sich darüber amüsieren, aber ich werde jetzt nicht anfangen, weil XY funktioniert, nur noch diesen Content zu machen. Klar, man hat halt immer so ein bisschen im Auge, so dass man lieber Sachen macht, die besser funktionieren. Ich werde mich deswegen jetzt nicht verstellen oder sonst was, sondern ich mache den Content, auf den ich Lust habe, der mir persönlich gefällt. Wie oft ich halt auch schon zu Hause saß und habe irgendwie ein Meme gemacht, habe mich darüber selber den Arsch abgelacht und das ist halt einfach gefloppt. So, hat 400 Likes bekommen und die anderen haben so 2.500. Denkst du ja auch nur so, ja gut, ich fand das lustig. Ja, gut, ist halt so. Passiert manchmal. Du wirst gute Videos haben, du wirst schlechte Videos haben. Du wirst gute Reels haben, du wirst schlechte Reels haben. Du wirst viel Zuspruch zu einer Instagram-Story bekommen. Du wirst aber auch immer wieder Leute haben, die dir sagen: Sag mal, hast du noch einen Latten am Zaun? Bist du da mal richtig angeeckt, dass du halt irgendwie was gepostet hast, was andere überhaupt nicht witzig gefunden haben, wo es richtig Stress gab? Ich habe ganz am Anfang mal von einem Protagonisten eine Nachricht bekommen, von wegen, noch so einmal sowas und ich verklag dich, das kostet fünfstellig. Das war ganz am Anfang. Hast du es runtergenommen? Nö. Okay. Ich hab darauf gewartet, dass eine Abmahnung kommt. Weil, wenn die Abmahnung kommt, kann ich es immer noch runternehmen. Ja. So, ich habe aber, glaube ich, vorher ein bisschen rumgegoogelt, von wegen, so wie angreifbar bin ich wirklich. Und sonst so, keine Ahnung. So richtig deswegen angeeckt bin ich nicht. Also ja, man hat sich mal mit dem einen oder anderen nicht so, hat sich mal nicht so ganz so gut gestellt, weil halt auch so Sachen irgendwie nicht ganz verstanden wurden und so, ne? Aber so richtig, dass jetzt einer sagt, so, ich komme vorbei und hau dir aufs Maul. Nö. So. Und dann schreiben die Leute dir halt und sagen so, Digga, das war nicht cool. Oder wenn ich weiß, so, ich poste halt irgendwas wohl, wo irgendwie, keine Ahnung. Ich mache ein Meme über William, wo ich weiß, dass es halt ein Foto von ihm, was so semi-privat ist. So, was er Ja. halt wie eine private WhatsApp-Story geteilt hat oder sonst was. So. Dann sende ich dem das einfach. Das ist zum Glück der Punkt, den ich halt jetzt habe. Ich schreibe den Jungs auf WhatsApp, ey, kann ich das posten? Und im Ja. Notfall liegt das Bild halt dann 2 Tage rum, ist ja egal. So. Ja, klar. Wie gut bist du mit der Szene? Hast du das Gefühl, dass du von allen wirklich ernst genommen wirst? Oder bist du eher so der Kasper-Clown? Also, es gibt mit Sicherheit Leute, die mich nicht ernst nehmen. Hundertprozentig. Also, es gibt auch Leute, die sich mit Sicherheit hinter meinem Rücken das Maul über mich zerreißen. Davon bekomme ich aber, um ehrlich zu Aber sein, kriegst du es mit? Nee, ne? nein, gar nicht. So, auch die Diskrepanz zwischen Leute in meinen YouTube-Kommentaren, Leute auf Instagram und Leute, die mich privat treffen, ist gigantisch. YouTube-Kommentare sind immer so, das sind so Wutbürger. So, das sind, du betrittst mit YouTube eine gewisse Plattform, die eine gewisse Klientel hat. So, jede Social-Media-Plattform hat so ihren eigenen Vibe. Twitter ist zum Beispiel unfassbar toxisch. Ja. So, weil du kannst halt auf 140 Zeichen keine richtige Argumentation führen, aber die Leute probieren das halt. So, YouTube ist halt auch eine gewisse Toxizität, weil du enorm anonym bist. So, und so hat halt jedes Social-Media-Kanal halt seine eigene Art Community und seine eigene Art zu kommunizieren.
Ne? Nimmst du das zu Herzen, wenn da mal so richtige Hasskommentare kommen? Ich versuche das immer zu evaluieren, sagen wir es mal so. Also, wenn mir einer sagt, so, Digga, friss doch mal vernünftig, dann denke ich mir nur so, ja, dann geh doch mal zum Fetten hin und sag dem einfach, friss mal weniger. So, das ist einfach nur beleidigend und diskriminierend. Weißt du? Das ist halt einfach von 12 bis mittags gedacht. Aber wenn mir halt einer unter ein YouTube-Video drunter schreibt, ey, ich verstehe nicht, warum du, keine Ahnung, beim Latzug den Bauch anspannst, du hast doch voll den Rundrücken, bla bla bla, dann kannst du damit halt arbeiten. So, aber dass ich stumpfe Beleidigungen ernst nehme, ist seit der 6. Klasse oder so vorbei, seitdem ich gemobbt wurde. Also, es juckt mich halt einfach nicht mehr, weil. Wo du abgestumpft bist, dickes Fell entwickelt hast? Ja, das ist. Das Ding ist, warum beleidigen Leute dich? In erster Linie. Hinterfrag das einfach mal. Warum sagen Leute etwas über dich, was dir aber nichts bringt? Also sagen sie das für sich selber. Weil Oder du weil sie halt Anlass bist zu. und weil sie sich halt über dich stellen wollen, in dem Ja, Moment. genau. So, sie wollen ja mit ihrer Aussage etwas für sich selber erreichen. Am besten noch 5 Likes dafür bekommen, so. Und sich dann wie King Kotlet fühlen. Aber warum hat das eine Person nötig, die eigentlich ja mit sich selber zufrieden sein sollte, mich zu dekredidieren und mich schlecht zu reden? Was hat die Person für ein Problem mit mir, ohne dass sie mich persönlich kennt? Damit stellst du dir doch eigentlich dein Armutszeugnis selber aus, weil du es ja sagst, das ist nötig, andere Leute anzugreifen, um dich selber besser zu fühlen. Wenn du halt, also du wirst mit Sicherheit auch schon die Bekanntschaft gemacht haben, Leute, die enorm krass in ihrem Selbstwert so ruhen, die wissen, was sie können, egal ob sie jetzt finanziell erfolgreich sind oder gute Musiker sind oder sonst was, so die reden sehr wenig darüber, wie geil sie sind und sie reden noch weniger darüber, wie scheiße andere Leute sind. Sondern die sind Ja. dann eher so, ey, ich habe da eine Idee, wie du das besser machen kannst. Darf ich dir das zeigen? Oder sollen wir mal was zusammen machen? Oder ich habe da einen anderen Ansatz. Die sind da sehr, sehr feinfühliger. Deswegen, ich glaube, der durchschnittsdeutsche Medienkonsument ist relativ gefrustet. Und von daher, macht mir das nichts daraus. Das ist halt ein Armutszeugnis, was viele Leute sich einfach selber ausstellen, weil sie gerade einfach unzufrieden sind und du musst ja irgendwo mit deinem Frust hin und der 80 Kilo Lauch, der sich Stoff in den Körper jagt, für einen Körper, den man halt auch natural erreichen könnte, was halt einfach so ist. Ich habe aktuell einen FFMI von 25, 6 oder so. Also gibt Nettis, die haben mehr Muskeln als ich, hundertprozentig. Und das ist dann natürlich Angriffsfläche und das nehme ich dann halt auch einfach so hin. So, wenn ich auch Angriffsfläche habe und jemand das begründet, ausnutzt, am besten noch einen guten Joke drüber macht, dann mache ich selber. So, wenn ich gucke mir die Reactions von William an und denke mir einfach nur so, ja, Digga, du hast gerade einen richtig guten Witz gemacht. Vollkommen zu Recht hast du mich gerade hochgenommen. Da kann man so ein paar Fragen in die Richtung, die wir nachher auch noch haben. Aber wann war der Zeitpunkt, dass du das so realisiert hast, dass das primär eigentlich nichts über dich aussagt, sondern eigentlich eher über die Leute, die halt diese Äußerungen machen? Du hast gerade gesagt, du wurdest in der 7. Klasse gemobbt. Ich weiß nicht, in welche Richtung das genau ging. Vielleicht möchtest du auch gar nicht drüber sprechen, aber. Das war primär, also die Jungs sind ja sehr körperlich. Ja. So, und ich war bei 52 Kilo gewogen, ich bin 1,73 Meter groß, so, ich bin ein wandelndes Opfer, so. Ich bin ein wandelnder Minderwertigkeitskomplex, auch heute noch, nur jetzt habe ich mehr Muskeln, so. Und ich hatte kein Selbstwertgefühl, ich hatte Minderwertigkeitskomplexe, so, ich hatte gar nichts, was halt so charakterliche Stabilität angeht, so. Und Kinder mit 13, 14, 15 riechen das. So, wenn die sehen, so alles klar, der ist ein bisschen charakterlich am Wanken, so die treten rein. So, Ja. die machen dich kaputt. Und das war dann halt so der Punkt, alles klar, ich hab's dann voll abbekommen. Aber damals warst du sicherlich nicht so reflektiert zu sagen, die machen das nur um so und so. Wie hast du es damals weggesteckt? Boah, ganz schlecht, ich war mit 15 so weit, dass ich suizidal war. Also ich bin jeden Dienstagmorgen erst zur 2. Stunde in die Schule gekommen, weil ich erst durch halb Essen gefahren bin zu einer Therapeutin. Das ging dann so, keine Ahnung, dreiviertel Jahr oder so. Und die hat mich damals entlassen, so von dem Motto, du bist jetzt schon so reflektiert, du bekommst das alleine hin. Ziemlich, Ach, ziemlich gut. krass. Und, das, und seitdem war das halt so, weil ich halt immer gut in Worte fassen konnte, was ich fühle und warum das ist. So, sie musste mich halt nur anleiten, weißt du? Sie hat gesehen, ich kann denken.
Aber sie musste mir so ein bisschen in die Richtung leiten und so, ja, denk doch mal genau da und da drüber nach. Und bist du Und noch das. so alleine rausgekommen, oder? Ja, also seitdem, erst recht in der Kombination mit Sport, habe ich nicht mehr wirklich, also ich habe gar keine Suizidgedanken mehr oder sonst was, seitdem ich 15 bin halt nicht mehr. Die letzten bald 8 Jahre gar nichts mehr. Also Sport für dich das Ventil zu mehr Selbstwertgefühl. Ich würde nicht sagen, Ventil für mein Selbstwertgefühl, weil ich mittlerweile mich charakterlich auch einfach so weiterentwickelt habe, dass ich sage, du kannst mir auch alle Muskeln wegnehmen und ich bekomme trotzdem noch es hin, in meinen eigenen Augen ein wertvoller Mensch zu sein. Aber damals meine ich. Damals auf jeden Fall. Ja. Damals auf jeden Fall. Damals habe ich mich halt im Gegensatz zu meinen anderen Jungs, mit denen ich gechillt habe, die haben sich halt fürs Kiffen entschieden, um mir ein Selbstwertprobleme auf den Baum zu bekommen, und ich habe mich halt für Sport entschieden. Cool. War das auch der Grund, warum du dann irgendwann dich entschieden hast, nicht mehr natural zu sein? Oder was war der Grund? Wie kam es dazu, dass du es irgendwann gesagt hast, so, ich gehe jetzt diesen Weg, obwohl ich halt nicht die Ambition habe, Profi zu Naja, werden oder? guck mal, das Ding ist halt, du kannst vielen sinnfreien Scheiß in deinem Leben machen, der aber Spaß macht. Ja. Ob es jetzt Saufen ist, ob es andere Drogen sind, ob es eine dicke Karre kaufen ist, ob es, keine Ahnung, die Freundin von deinem besten Kumpel vögeln ist. Du kannst sehr viele Sachen machen, die sehr, sehr dumm sind und dir im Endeffekt auf die Füße fallen. Und viele Leute machen das auch, weil sie halt auch einfach das Ergebnis haben wollen. Was ich auch komplett nachvollziehen kann. Und für mich war das halt so alles klar. Ich möchte einen gewissen Look haben, den auf gar keinen Fall Leute normal hinbekommen. Ich möchte outstanding sein. So, das ist so, ich möchte eine gewisse Individualität haben. Ich möchte nicht nur wie ein Netty aussehen, sondern wenn ich mich ausziehe oder wenn ich halt von der körperlichen Proportion so wirken, dass halt Leute sagen, so, das ist doch nicht normal. Das ist, weißt du, du kannst auch einen Dreier BMW so weit umbauen, dass der halt, keine Ahnung, 320 fährt, weißt du? Aber du kannst auch einfach einen dicken Lambo kaufen. Dem Lambo werden die Leute immer mehr hinterher gucken, weißt du? Ja. So. Und für mich war dann halt so der Punkt, alles klar, ich möchte diese und die Optik haben. Ich möchte auch den Look eines Stoffers haben. Ich möchte dieses gesamte Ding, was damit einhergeht, haben. Rein optisch. In Kombination damit, dass halt Testosteron auch nochmal, ich sag mal, ganz angenehm ist, wenn du Anfang 20 bist, im Umgang mit anderen Menschen, weil ich bin jemand, der relativ ängstlich erzogen ist, sag ich mal. Und Testosteron sorgt halt dafür, dass du dir weniger Gedanken um Konsequenzen machst. So. Wenn du ein Risiko eingehst, dann machst du dir weniger Gedanken auf Konsequenzen, also dass du Konsequenzen hast. Und dann fällst du vielleicht ein bisschen eher auf die Schnauze, aber auf die Schnauze fallen ist ja kein Problem. Sondern dadurch bist du halt einfach getrieben, mehr an dir selber auch zu arbeiten. Weil auch du machst vielleicht mehr Fehler, ja, machst du. Aber wir leben ja in einer Welt, wo Fehler machen ja kein Problem ist. Sondern dann hast du ein Hoch, okay, gut, ich mache einen Fehler, habe ein Tief, aber dann komme ich da wieder raus. So, je mehr Komplikationen du ja auch in deinem Leben hast, umso mehr wächst du daraus. Sofern du halt daran lernst und nicht sagst, so, was ist eine Scheiße, und dich halt hinsetzt und rumheulst. Sondern, ne? Das denkt sich der Und. Hobbypsychologe in mir aber wieder, weil du auch einfach noch meintest, du bist fein mit dir, man kann dir alle Muskeln wegnehmen und es wäre auch alles noch cool. Ist es nicht immer noch dieses, ich möchte irgendwie auffallen, ich möchte besser sein als der Rest, ich möchte meinen Selbstwert irgendwie pushen? Ja, Rührt das klar, vielleicht noch, aber wer will das nicht? Also, aber rührt das nicht noch vielleicht irgendwie von dieser Unsicherheit als Kind oder als Jugendlicher also her? das ist mit Sicherheit ein Antrieb. Also, je mehr du halt auch Leute erkennst, die so, ich sag mal, den Schritt in die Öffentlichkeit wagen und die Backstory dahinter siehst, Leute, die, keine Ahnung, Comedians sind, die Quatsch machen wie ein JP Performance, die Filme machen oder sonst was, die Musik machen, die haben ja irgendwo ein Defizit. Ist ja einfach so. Ja. Und dadurch wird halt dieser Antrieb stärker. Ändert aber nichts daran, dass jeder Mensch ja grundsätzlich den Antrieb hat, beliebt zu sein, einen hohen Status zu haben, einen hohen Sicherheitsfaktor zu haben, ne? Der Mensch ist ja stetig dazu getrieben, immer besser zu werden. Du bist ja dazu getrieben, immer
Ja, einfach weiterzukommen und einen gewissen Progress zu machen. Das ist ja das, was einen Menschen glücklich macht. Wenn du immer danach strebst, glücklich zu werden, wirst du ja nie glücklich sein. Aber wenn du stetig immer so minimal weiterkommst, wirst du ja immer dadurch ein gewisses Glück verspüren. Wir sind ja dazu gemacht, zu überleben. Und das Überleben, das sichert dein Überleben, wenn du stetig irgendwie vorankommst und nicht glücklich zu sein. Hast du dir dann irgendwie Vorgedanken über Langzeitkonsequenzen gemacht oder bist du noch gerade in dem Alter, wo du sagst, da kümmere ich mich noch gar nicht wirklich drum? Doch, doch, schon, absolut. Also, das, was ich aktuell veranstalte, nicht sonderlich gut ist für meine Herz-Kreislauf-Gesundheit. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Dass ich im Worst Case keine Kinder bekommen kann, also zeugen kann, brauchen wir nicht drüber reden. Aber man weiß ja, worauf man sich einlässt und kann damit dann arbeiten, gegebenenfalls Medikamente zu Hause rumliegen haben und so weiter und so fort, ne? Nicht ohne Grund bekommst Leute wie Markus Rühl hin, Kinder zu machen. Dafür gibt es Möglichkeiten. Und von daher, ja, ich weiß, was ich tue. Ich bin mir auch der gesamten Konsequenzen bewusst. Aber das, was ich ja mache aktuell, ist ja verhältnismäßig gesund auch. Ja. Abgesehen von meinem vielleicht ein bisschen zu niedrigen Körperfettanteil, aber auch das ist eher zuträglich, weil ein niedriger Körperfettanteil dafür sorgt, dass deine Blutfettwerte im Regelfall ganz in Ordnung aussehen, dass recht und dich viel bewegst. Glaubst du nicht, dass es dich aber trotzdem irgendwann mal so in 10, 15 Jahren, dass du sagst, verdammt, warum habe ich das gemacht? Safe, normal, aber red mal mit einem Typen, der 50 ist. Frag den mal, und bereust du Sachen, die du mit 20 gemacht hast? Ja. Ja, so, also ich weiß ja, was ich bereuen werde. Und selbst wenn ich mir in 20 Jahren denke, was für ein Vollidiot war ich? Dann denke ich mir jetzt aber, ja genau, der Vollidiot bin ich jetzt. Also ich weiß ja, worauf ich mich einlasse, ne? Und Das ist so andersrum würdest du dich diese. wahrscheinlich mit 50 fragen, was wäre damals passiert, wenn, ne? Ja, yeah, genau. Ich bin auch so jemand, ich möchte möglichst viel vom Leben mitnehmen. Und ich möchte den gesamten Kuchen. Ich möchte nicht nur Bodybuilding machen. Ich werde meine Phase haben, wo ich Bodybuilding-Autismus lebe, so. Und dann ist halt, keine Ahnung, Freitagabends geiles Event, alles klar. Ich weiß, dass ich heute Abend, also dass ich jetzt, bevor ich aufs Konzert gehe oder aufs Festival gehe oder so, dass ich die nächsten 4, 6 oder 8 Stunden nicht viel essen kann. Also schiebe ich meinen Arsch in den Mc's, mit 2.500 Kalorien nochmal oben drauf, damit ich nicht dünner werde. Aber dann habe ich halt einen geilen Abend. So. Ich versuche, möglichst viel Qualität aus meinem Leben rauszubekommen. Und da gehört halt dann das eine zu, als auch das andere. Heißt nicht, dass man das eine, also deswegen grob vernachlässigt. Bodybuilding ist eine sehr, sehr große Konstante in meinem Leben, aber deswegen möchte ich auch nicht, keine Ahnung, wenn meine Oma sagt, kommst du rum grillen, werde ich jetzt nicht sagen, ja, aber ich komme mit meiner Tupperdose an, weißt du, so, ich möchte schon das Leben in vollen Zügen genießen und dahingehend dann immer einen Kompromiss finden, der für mich selber Spaß macht. Und zu unterstützen würde dir zu deinem Glück im Leben dazu helfen. Also aktuell, das, was ich an Erfahrungen gemacht habe, ja. Aber das ist halt so, wie soll ich das sagen? Drogen würde auch keiner nehmen, wenn es keinen Spaß machen würde. So. Stimmt. Na gut. Ne? Testoknallen macht halt einfach, so doof sich das anhört, aber es macht halt Spaß. Es macht halt Spaß zu sehen, wie Gewichte hochgehen. Es macht Spaß, wie dein Look sich verändert. Es macht Spaß, die Reaktion von anderen Leuten zu sehen. So, das macht ja alles Bock. Das ist Bodybuilding und nun halt mit dem Spaßmultiplikator oben drauf von 1,5 oder 2. Bevor ich auf deine Erfahrungen eingehen möchte, einfach nochmal die Frage: Wie lange hast du diese Entscheidung mit dir rumgetragen? Also, wie lange hast du dich damit auseinandergesetzt? Wann ist dieser Gedanke in dir aufgekeimt? Wird sicherlich kein Datum sein. Und wie lange musstest du dich wirklich damit hin und her ringen, bis du gesagt hast: Alter, fuck it, ich mach's jetzt? Boah, das muss so. Ja, es muss so Ende der Pandemie gewesen, also Ende 2020, Anfang 2021 irgendwie gewesen sein. Wo ich dann, ich sag mal, wo ich wieder richtig ins Gym gehen konnte. Wo die Gyms wieder offen waren und halt auch im Winter nicht zugemacht haben, ne? Und ich dann halt diesen gewissen Progress halt gemerkt habe Anfang 2021. So, und dann habe ich halt gesagt, okay, gut, wo willst du hin? Ne?
Und habe dann das so ein bisschen mit mir rumgetragen und habe dann halt gesagt, alles klar, ich suche mir einen sehr guten Naturalcoach und guck, wie viel dahingehend noch geht. Und habe dann halt auch in der Zeit im periodisierten Trainingsplan und 3450 Kalorien bummelig. Und so hab ich sehr, sehr gute Erfolge gemacht. Über die ersten 3 Monate. Dann habe ich eine Frau kennengelernt, dann habe ich wieder ein bisschen was gesoffen. Mit der zusammen und mein Leben schluderhaft betrieben, muss man halt auch einfach so ehrlich sagen. So, da lagen dann die Prioritäten falsch. Das würde ich jetzt 2 Jahre später einfach nicht mehr machen. Dann habe ich wieder Anfang des Jahres 2022 angezogen, als die Frau dann weg war. Ja. Und dann habe ich dann halt alles wieder ein bisschen ernster genommen und gesagt, so alles klar, ich kann quasi das, was ich mir selber als Basis gesetzt habe für Ernährung und so weiter und so fort, kann ich halt einhalten. Und ich weiß ja, wo ich hin will. Heißt, wenn ich hätte jetzt noch 2 Jahre natural weitermachen können, dann hätte ich keine Ahnung, die Ausgangslage, wie ich sie jetzt habe. So. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich halt mit dem Zustand am Ende von, keine Ahnung, 80 Kilo nicht zufrieden bin. Also, ob ich jetzt 2 Jahre noch natural weitermache oder mir Testo reinjage, das ändert ja nichts daran, dass ich halt im Endeffekt mit den 80 Kilo nicht zufrieden sein werde. Nur, wenn ich anfange zu ballern, bin ich halt schneller am Ziel und komme halt auch schneller weiter und habe halt jedenfalls noch, wenn ich, also entweder erstens habe ich halt die Zeit, dass ich schneller wieder raus bin. So, wenn ich halt sage, mit 25 reicht mir das oder mit, keine Ahnung, 28 oder so, dann, weißt du, dann bin ich da schneller wieder aus der gesamten Thematik raus. Und andererseits, wenn ich halt, keine Ahnung, noch auf die Idee kommen sollte, eine Bodybuilding-Karriere einzuschlagen, dann bist du halt lieber mit 22, 23 schon auf der Bühne als mit 26, 28. So, jetzt mal doofes Beispiel, aber Matthias Botthoff hat halt einfach fast 10 Jahre zu spät angefangen, ne? Also war für dich so ein bisschen dieser Beschleunigungsfaktor Ich will nicht ausschlaggebend. sagen Beschleunigung. Das Ding ist, die meisten Leute meinen halt immer so, fangen ja an zu ballern, weil sie ungeduldig sind. Weißt du? Die wollen ja schneller und auf ein Level kommen und sagen, so, dann habe ich mein naturales Limit erreicht und dann setze ich ab. Das war ja für mich nie der Punkt, sondern ich will auf das Level optisch kommen, mit den und den Lifestyle haben und den halt so lange quasi machen, wie ich es halt selber feiere. Und wenn ich halt dann, wenn sich meine Prioritäten verschieben, wenn ich keine eine Weltreise machen will mit Ende 20, wenn ich Frau haben will, Kinder haben will oder sonst was so, dann wird halt die Priorität davon halt einfach nach hinten gestellt. Würdest du noch wieder absetzen? Wann absetzen? Ja, wenn du irgendwann sagst, so Kapitel Bodybuilding, Kraftsport ist für mich jetzt hier erledigt, ich habe gerade was anderes. Das Ding ist halt, inwieweit macht es Sinn, ne? Weil, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt durchballer, bis ich 30 bin, weil ich sage, so bis 30 habe ich da Bock drauf. Ob es jetzt, keine Ahnung, Hardcore-Bodybuilding ist oder ich mache Hardcore-Bodybuilding bis, keine Ahnung, 28 und das ist dann halt einfach auf einer moderaten Dosis Testosteron mitlaufen, weil es halt einfach für mein Leben einfach einen Vorteil hat, weil ich besser schlafen kann, weil ich mehr Energie habe und kannst du ja, hat ja eine Liste an Vorteilen, so, die gehen zwar auf Kosten von einer Liste an Nachteilen, aber ne, wenn man das, machen ja viele. So, besonders halt so auch Leute, so Investmentbanker und so, die haben, viele von denen haben ja TRT drin oder 200, 250 Milligramm oder sowas so halt. Dass sie halt einfach mehr Testosteron Reform. haben. Genau, dass sie besser performen. So. Und wenn du halt mit 30 dann anfängst abzusetzen, so. Wenn du einen scheiß Körper hast, der auf den Quatsch nicht reagieren will, dann setzt du halt mit 30 ab, dann tümpelst du 3 Monate mit Depressionen rum, danach hast du einen halbwegs adäquaten Testosteronspiegel, dann brauchst du nochmal ein Dreivierteljahr, dann hast du halt deinen normalen Testosteronspiegel wieder. So, dann wartest du 2 Jahre und dann fängt er wieder an wegzubrechen. Herzlichen Glückwunsch, du hast abgesetzt und dann fängst du halt mit 35 wieder an mit TRT. So, warum dann nicht sofort auf TRT gehen? Ich meine, das muss man halt dann gucken, ne? Also du würdest es nicht ausschließen, dass du jetzt dein Leben lang mindestens auf einer TRT läufst. Ja, also damit habe ich gerechnet zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. Wann war denn jetzt wirklich der Zeitpunkt, wo du halt jetzt gesagt hast, ich mach's?
Erinnerst du dich ja noch dran? Wie soll ich das ausdrücken? So richtig an den Punkt erinnere ich mich nicht. Aber es war halt so, gut, mache ich jetzt noch GNBF oder mache ich nicht GNBF? Und ich war so, ich hab so das aufgewogen halt. Macht es jetzt noch Sinn, eine Natural Prep zu machen? Keine Ahnung, werde ich dünner, könnte ich da was reißen, bla bla bla. Und dann hat sich halt so für mich rausgestellt, so, Janne, was hätte ich denn im Endeffekt davon, wenn ich bei der GNBF auf die Bühne gehe? So, im besten Fall gewinne ich das Ding und schiebe mir 2 Tage nach der Meisterschaft die Nadel in den Arsch. So. Weißt Also für dich stand da du? schon fest, ich mach's eh, früher oder später. Ja, genau, zu dem Zeitpunkt, wo ich Okay. das dann halt gemacht habe, war halt so, okay, gut. Und die GNBF wäre ja nur so ein von mir selbst vorgeschobener ja, Riegel. Also es ist einfach nur Ja. eine Messlatte, die ich drüber bin. Und so, ja, dann scheiß auf die GNBF, ab dafür. Und die ersten 1,5, 2 Monate liefen ja auch super. Und da braucht man ja nicht außer Acht lassen. Die ersten 2 Monate liefen ja super. Ich bin ja super drauf angesprungen. Abgesehen von der Akne jetzt. So, brauchen wir nicht drüber reden. Meine Haut sah echt scheiße aus zwischenzeitlich. Das juckt schon, wenn man sich die alten Videos nochmal anguckt. Nur von meinem Zugucken. Das ist wirklich gottlos. Und von so Schweißausbrüchen. Unsere Schweißausbrüche machen auch keinen Spaß. Aber da lief es ja und dann kam der Sommer und ja, dann habe ich halt Prioritäten wieder verschoben und dann war ich im Urlaub und dann kommst du aus deiner Routine raus. Wenn du einmal eine Routine durchlaufen hast durch dein Leben, ist das super geil, weil die Routine ist die Basis für deinen Progress. Wenn die Routine wegbricht, ist das so verdammt schwer, da wieder reinzukommen. Ist recht, wenn du dann befindest du dich in so einer Abwärtsspirale. Dann ist deine Routine weg, dann ist das auch noch Kacke und das auch noch. Und das legt dir im Kopf gefühlt alles gegenseitig Steine in den Weg. Und das lief halt so bis, oh, lass mich lügen, das lief halt so 5, 6 Monate durch, wo ich halt wirklich nur auf der Stelle gelaufen bin und nicht wirklich vorangekommen bin. Und dann ging es gerade bergauf und dann habe ich die nächste dicke negative Nachricht bekommen, wo ich mir gedacht habe, fickt euch. Also wirklich. Aber Beerdigung war sehr schön. Sagen wir es mal so. Okay. Ja. Und danach ging es jetzt halt wieder besser bergauf. Letztes Jahr war sehr turbulent und klar, das sind halt, man kann das jetzt als Ausreden abstempeln, so wenn man das möchte. Das waren aber halt für mich zu dem Zeitpunkt, ich will nicht sagen, valide Gründe, aber es waren Sachen, wo ich halt dann meine Prioritäten einfach verschoben habe. Und das, wo dann mein Bodybuilding einfach nicht so den Stellenwert hatte, den es hätte haben sollen, um die Ergebnisse zu haben, die ich ganz gerne gehabt hätte. Aber Ja. da bin ich ja jetzt wieder und ich habe sehr viel Freude daran. Würdest du denn jetzt rückblickend sagen, dass diese Unterstützung, auch auf einigermaßen geringer Dosierung, die du jetzt gemacht hast, wirklich so krass ist, wie man das immer, also wie gesagt, ich kann jetzt keine Erfahrung vorweisen, aber ist es halt wirklich so, dass, wie man sich das vorstellt, ist es so krass oder ist es komplett überbewertet? Es kommt halt drauf an, was du sonst noch so veranstaltest, ne? Also, Aber versuch mal jetzt. eine Netty irgendwie zu erklären, wie es sich dann anfühlt, sobald man sich dazu entschlossen hat und unterstützt. Okay, ich kann dir zumindest erklären, wie dein Training sich anfühlt. Kennst du das, wenn du wie so 2, 3 Tage zu wenig gegessen hast? Oder halt auf zu wenig Salzkonsum hast oder sonst was. Und dann frisst du einen Tag dich richtig behindert. Fällst abends ins Bett, schläfst und am nächsten Tag gehst du ins Training. Du hast einen Pump, dass deine Arme platzen. Du schiebst auf einmal 10 Kilo mehr in jeder Übung. Du fühlst dich wie sonst was, weil du richtig gut geschlafen hast. All deine Speicher sind voll. Du hast richtig Wasser gezogen in der Muskulatur. Du fühlst dich einfach prall. Du fühlst dich voll. Du fühlst dich richtig krass gut. Ab dem Zeitpunkt, wo du ballerst, ist jedes Training so im Verhältnis zu Netty. Jeden Tag Sushi all you can eat. Ja, genau. Ja, weil deine Glykogenspeicher halt einfach voller sind. Ne? Testo sorgt dafür, dass du mehr Kohlenhydrate in der Muskulatur einlagern kannst. Okay. Muss halt aber auch dementsprechend essen. Ne? Also wenn du nicht isst, dann läufst du halt auf der Stelle wie ich. Und zu dem, was das halt so an Muskeln mit sich bringt, ich würde mal sagen, von den, na, jetzt bummelig,
11 Monaten, die ich am Ballern bin, 10, 11 Monate, habe ich so mindestens 5 bis 6 gut verkackt, wo ich keinen Kalorienplus hatte, sondern nur so rumgedümpelt bin, ein bisschen mal mit dem Kaffee hoch, mal ein bisschen runter, so, dann, weißt du? Und ich hab gute 10 Kilo mehr, als wie ich angefangen habe, bei weniger KFA. Krass. Also, wenn du es nicht komplett verkackst, kannst du ganz entspannt, wenn du eine Genetik hast wie ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, da gibt halt Leute, die krasser drauf responden und so, Ja. aber kannst du ganz entspannt pro Monat 1 Kilo Muskeln einstreichen. Ich denke mal, bei meiner Genetik hätte ich auch 1,5 Kilo pro Monat einstreichen können. Hätte ich 18 Kilo Gains gemacht im ersten Jahr, wenn nicht sogar 20, so, dann hätte ich jetzt 90 Kilo. Bei jeder Stunde KFA. Hätte ich, keine Ahnung, jetzt 92 Kilo auf 1,73 Meter mit 12%, dann wäre ich ein richtiger Ochse. Du hast ja auch gesagt, dass man so ein bisschen risikofreudiger wird. Merkst du sonst auch irgendwas, was es mit deiner Psyche gemacht hat? Du gibst weniger Fick auf das, was andere Leute so von dir denken. Also du machst mehr dein eigenes Ding, wenn man das so sagen kann. Wenn halt jemand dir nicht gut gegenübergestellt ist, so, aber du halt überzeugt bist von der Sache, die du machst, dann machst du die halt eher. Du versuchst weniger anderen Leuten zu gefallen und bist eher von dem, was du halt selber machst, überzeugt. Also ist die Das ist Aggression. Aggression habe ich gar nicht. Null. Okay. Das Einzige, was ich habe, ist, das ist, also ich jetzt nicht als Aggression bezeichnen, sondern keine Ahnung, wenn ich durchs FedEx laufe, die 37er in den Händen habe zum Schulterdrücken und halt durchs halbe Gym laufen muss und mir irgendein Bastard vor die Füße läuft, so, dann würde ich dem die ganz gerne auf die Füße schmeißen und dem einen ins Gesicht kloppen, so. Aber das Aber sonst ist. keine Aggression, nein. Ja, aber das ist halt dann so, das ist halt der Situation geschuldet, wenn du halt eh schon abgefuckt bist, Gym ist voll, du schleppst schwere Hanteln mit dir rum, du bist voll in deinem Film, so, und einer unterbricht den Film. So, das ist, mach mal bei 8-jährigen Kindern, die gerade Fernseher gucken, den Fernseher aus und sag, alles klar, ihr kommt jetzt essen, weißt Ja. du? Und unterbricht mal den Film von Leuten. Das endet nie darin, dass jemand sich darüber freut. Aber sonst bin ich Fokus, eigentlich. Fokus, Drive, irgendwie sowas. Sex Drive. Sex Drive war am Anfang gottlos. Also wirklich gottlos, gottlos. Kennst du so die Phasen, so wie du 14, 15 warst und so über Familienveranstaltungen sitzt und auf einmal meldet sich der Mann einen halben Meter weiter unten und sagst so, Digga, und du so, warum? Und der so, ja, Mann. Und du so, warum? So, ja. So war das so, als ich angefangen habe. Mittlerweile hat sich das eingependelt. Ich würde mal sagen, ich habe ein bisschen höheren Drive, was das angeht, aber auch jetzt nicht unfassbar viel. Ja, sonst. Ja, und ich bin eh keine aggressive Person, um das nochmal aufzugreifen. Also ich habe noch nie in meinem Leben jemandem, ne, auf die Fresse gehauen. So, das wird auch nie passieren. Sag niemals nie. Ja, aber wenn dann halt so, keine Ahnung, Aus gutem wenn jemand Grund. meine, ja, wenn jemand meine Frau anpackt, so nach dem Motto. Also Ja. ich bin Single, aber du weißt, was ich meine. So, nicht für mich selber. Naja. Von daher. Aber das ist, was man so, das ist so nachsagt, so Gottkomplex. Ein bisschen. So, wie gesagt, du kümmerst dich halt weniger darum, was andere Leute sagen, ne? Und fühlt sich vielleicht doch noch ein bisschen stärker und stabiler an mit einem höheren Selbstbewusstsein, oder? Ja, so Selbstwertgefühl, Kann mir Selbstbewusstsein ist schon so ein vorstellen, bisschen ja. gepusht. So. Das fühlt sich halt einfach angenehmer an. So, deine Brust ist ein bisschen weiter oben, so vom Gefühl her. Ja. Ja, aber sonst bin ich damit ganz entspannt. Und ja, Drive im Training ist besser. Du kannst mehr Aggression rekrutieren. Das ist besonders sehr spannend im Beintraining. So, du kannst mehr über deine Grenzen gehen. Du kannst halt, ich sag mal, mehr Kraft freisetzen und das über Aggressionen so. Das funktioniert tatsächlich. Aber in meinem Fall ist es halt gezielt. So, dann atme ich zweimal tief durch, bevor ich mich in die Beinpresse reinklemme und schieb die dann raus. So, vom Gefühl her fährst du halt einen härteren Film. Gab es neben deiner Akne andere Nebenwirkungen? Ich hätte mal Sex mit einem Mädel, um Sonne nach Hause, ob ich aus der Sauna kommen würde. Also komplett nass. Komplett. Okay. Also, ich sah, so, ich war so nass geschwitzt.
Wie wenn du aus der Dusche kommst und dich nicht abtrocknest. Und das nach 20 Sekunden, Ja, genau. Nee, waren schon 40. ey. Das war tatsächlich nicht lange, so, Ja, sondern alles gut. so Schweißausbrüche hatte ich immer wieder mal. Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass sie jetzt im Sommer wiederkommen. Die sind ja seit einem guten Dreivierteljahr weg. Ich habe ein Ja. bisschen Schiss davor, dass, wenn es wärmer wird, dass sie wiederkommen. So, Akne. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich habe ein bisschen mehr Bartwuchs bekommen. Ich habe mich jetzt fast genau eine Woche nicht rasiert. Sonst, ich habe Kumpels, die haben zeitgleich mit mir angefangen. Die haben jetzt Haare auf der Schulter, auf dem Rücken. Die wollen nie irgendwo Haare hatten. Das ist Okay. wild. Aber Haarausfall oder sowas bei denen auch, bei dir? Bei mir Also, gar nicht ne? so. Aber ich bin halt auch von Natur aus so relativ gesegnet. Ich habe ein bisschen Geheimvorrat, eigentlich so von Natur aus, vom Haaransatz aus, aber da hat sich nie was dran getan. Ja, Elite-Herr regelt irgendwann und passt das. Elite-Herr war das gute. Bank of Herr war das, was nicht so gut Genau, war, das hat ja Max und Mike gerade geklärt. ne? Ich habe damit gar keine Probleme. Ich habe auch direkt bis jetzt noch von keinen Leuten gehört, die damit Probleme haben. Aber klar, damit muss man halt dann gegebenenfalls rechnen, ne? Aber ich sitze hier eh schon mit Mütze. Misst du Blutdruck, Blutzucker und sowas? Blutdruck habe ich regelmäßig im Auge, ja. Aber das ist halt eher so, ich habe eine Bekannte bei meinem Hausarzt und dann schreibe ich der so, ja, wie viel habt ihr denn morgen früh zu tun? Ja, komm einmal kurz rein. Ich wollte eben nur kurz Blutdruck messen gehen. Dann gehst du halt einmal kurz durch, misst die Blutung und gehst du wieder weg. So, das ist ein Aufwand von 5 Minuten. Das ist eine Raucherpause für die. Ja. So. Und So, aber das ist. Blutbilder, nimmst du die? Blutbilder muss ich jetzt wieder eins machen. Aber ja, tue ich. Hast sich da irgendwas verändert bei dir? Cholesterin, halt, das ist normal, womit du halt Dings, womit du halt rechnest. Okay. Das heißt jetzt zurückblickend. Aber ich muss halt auch sagen, ich bin kein guter Athlet. Mein letztes Blutbild ist, glaube ich, schon ein halbes Jahr her. Und da war auch, also mein Cholesterinprofil hat sich ein bisschen verschoben. Ich müsste, also ich habe das Blutbild, glaube ich, auch gar nicht mehr. Muss ich ehrlicherweise zugeben, weil ich mir halt gar keinen Kopf drüber gemacht habe. Also es war halt, Cholesterin war ein bisschen verschoben. Ich hatte halt Netty 1 gemacht, dann halt Enhance 1 und jetzt steht halt das nächste an. Bin ich gespannt. Wie gesagt, im Zusammenhang mit dem neuen Coach und allem. Bei dem, was ich halt gemacht habe, so, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass irgendwas so durchgeht. Wie gesagt, ich habe niedrigen KFA, ich fresse nicht unfassbar viel Scheiße, ich bewege mich ziemlich viel und ich fahre relativ Low-Dose-Testo. Also das ist, ich glaube, Leute, die halt einfach sich nur Scheiße ernähren, haben da ganz gerne mal eher Probleme mit dem Cholesterin. So, Okay. das ist halt so die Sache. Das heißt, würdest du es jetzt wieder tun oder bereust du es, tatsächlich schon angefangen zu haben? Boah, ich sag's dir, wie es ist. Ich würde mir ein Jahr lang sagen, du bummst keine Weiber. Weil das ist halt, der Tim Kabel hat das in seinem Podcast gesagt mit dem NFL-Spieler. Die haben das so schön gesagt, Distractions, also Ablenkungen. Mhm. Wenn du dir aber halt vornimmst, okay, gut, ich mache jetzt ein Jahr lang Bodybuilding. Ich sauf nicht. By the way, ich habe das letzte Mal im August Alkohol angefasst. Abgesehen von, keine Ahnung, Freund von mir bietet mir halt im Bootshaus ein Bier an, vielleicht der Motto, hier möchtest du was trinken, sondern trinkst halt zwei Schlücke, aber das deklariere ich nicht als Saufen. Aber dann, wenn du dir halt sagst, okay, gut, jetzt keine Distractions, keine Frauen, keine Drogen, kein Saufen, so, keine Ablenkung, ach, heute scheiße ich mal auf Ernährung, sondern wenn du dir halt einfach dafür eine Baseline setzt und sagst so, alles klar, ich mache jetzt das einmal vernünftig für ein Jahr lang, und alles, was mir da im Weg steht, schmeiße ich raus. Weil ich bin eh Anfang 20, ob ich jetzt meine Traumfrau finde, so wenn ich jetzt meine Traumfrau finde, unterstützt sie mich auf meinem Weg, weißt du? So. Ja. Deswegen Distractions minimieren, Ablenkungen minimieren. Das würde ich tun. Aber du bereust es nicht, die Entscheidung umgegangen zu sein. Nö, Würdest nö. du es hier jetzt ja wieder tun? Ich sag mal so, ich persönlich würde es wieder tun, aber ich würde es keinem empfehlen. Ja, klar, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Weil wenn du halt einmal in der Achterbahn drin sitzt und Spaß hast, wie sie fährt, so, das ist das halt das eine. Aber das Ein- und Aussteigen ist natürlich immer so nicht so einfach. Und wenn du halt mal dir meinen Weg anguckst mit der Akne, mit den Schweißausbrüchen, so,
Ja, oder allein das Gefühl, dass du eine Injektion verkackt hast, so. Da kommen viele Probleme auf dich zu, die. Hast du was schon mal gehabt, dass du gedacht hast, so, oh shit? Ja, ich habe mal um, boah, es war irgendwie um 11 Uhr abends oder so. Ich glaube, ich habe vier Leute angerufen, so frei nach dem Motto, habe ich mir jetzt einen Abszess geschossen? Habe ich nicht, aber Was das ist. passiert? Ich habe einfach die Dings, Nadel angesetzt an den Glutes so und reingeschoben und danach ist es halt dick geworden. So. Hat sich auch nicht so angefühlt, aber aspiriert und so, also aspirieren ist anziehen und guckst, ob halt Blut kommt. So. Wenn kein Blut kommt, bist du eigentlich safe. War ich auch eigentlich so. Und dann halt reingedrückt das Zeug und ja, was soll ich sagen? Danach war halt die Stelle ein bisschen dick. Wahrscheinlich bin ich nicht ganz gerade rein, sondern so ein bisschen schräg. So, und dadurch, dass ich halt einen relativ niedrigen KFA habe und so, habe ich halt gedacht, ich habe einfach eine relativ kurze Nadel genommen. So, mach ich jetzt nicht mehr. Und wahrscheinlich habe ich halt einfach anstelle von intramuskulär Dings subkutan, also ins Fettgewebe injiziert. Und dann tut das ein bisschen weh, das ist nicht ganz so geil, das wird nicht ganz so schnell aufgenommen und so. Aber das ist jetzt nichts, wo du jetzt Probleme mitbekommst. So, Alles das ist klar. einfach nur unangenehm. Okay. Jetzt haben wir hier ein paar Leute gefragt, wieso rührt man überhaupt Stoff an, wenn man nicht mal hart trainiert? Das war eine Frage. Oder auch, wenn man sich nicht mal vernünftig ernähren kann. Das war ja das, was ich vorhin schon angeschnitten habe. Ich hätte das ja nicht gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich mich nicht richtig ernähren kann. Ich habe ja auch immer wieder, auch so 5, 6 Tage pro Woche, wo ich halt auch einfach zu 100% clean esse und alles hinbekomme. Das bekommst du ja hin. Aber da wären wir halt wieder bei dem Thema Distractions. So, dann hast du halt den einen Tag, wo halt Scheiße läuft, dann hast du, keine Ahnung, wenn du einen depressiven Schub hast, dann liegst du dann halt 3 Tage nur rum, machst halt gar nichts, gar nichts. So, das Einzige, was ich dann tatsächlich mache, ist, weil es mich irgendwann treibt, dass ich so gegen 21 Uhr dann meinen Arsch ins Gym bewege. Weil dann, das treibt dann von innen heraus. Das ruiniert das halt einfach, ne? Ja, eben. Und von wegen hartem Training, ich glaube, das ist immer so ein bisschen Definitionssache. Wie hart musst du trainieren? Und vor allen Dingen, was viele Leute auch bei YouTube-Videos nicht sehen, ist, YouTube-Videos sind geschnitten. Ja. Was da reinkommt, du siehst von meinem gesamten Training, sagen wir mal, keine Ahnung, ich habe 9 Übungen mit 3 Sätzen, schon mal bei 27 Arbeitssätzen, bummelig 10 Wiederholungen. Von 270 Wiederholungen siehst du in einem gesamten Trainingsvideo 12. Ja. Weißt du? Und aufgrund von 12 Wiederholungen oder einem Arbeitssatz, der vielleicht, weil die Kamera gerade gut stand, weil das optisch gerade attraktiv ist, weil ich mir gerade den Arsch abmühe oder sonst was so, weil es optisch einfach gerade gut zum Video passt, weil es zum Storytelling passt, aufgrund von dem wird dann mein Training bewertet. Also, kann jeder sich eine Meinung über mein Training bilden, aber man muss halt die Rahmenbedingungen kennen, Also ne? würdest du schon sagen, dass du hart trainierst? Ich sag mal so, beim Beintraining passiert mir das regelmäßig, dass Leute auf mich zukommen und sagen, Respekt, dass du hier abreißt. So. Okay. Und was halt bei mir auch immer ein Punkt ist, was man halt auch dazu sagen muss, ist, ich habe eine relativ spezielle Art und Weise, wie ich an gewisse Sachen rangehe. So wie ich das vorhin schon mal erwähnt habe, ist, wenn ich zum Beispiel einen engen Latzug mache, crunche ich den Bauch und roll mich im kompletten Oberkörper so ein bisschen zusammen. Das sieht von der Seite und im Video ziemlich kacke aus. Und das sieht aus nach scheiß Technik. Das, was ich aber mache, ist, dadurch, dass der Latissimus unten ansetzt, Jupp. dehne ich den dadurch mehr und bekomme, weil ich den Oberkörper nach vorne nehme, allein durch den Latzug bekomme ich mehr Dehnung in den Lat, nur weil ich den Bauch zusammen crunche. Und kann mehr aus dem Lat arbeiten und habe weniger hintere Schulter, weniger Rumpf und so weiter und so fort mit drin. Das muss man halt aber. Erstmal braucht man das Background-Wissen und zweitens sieht es trotzdem halt auf Video kacke aus. Ja, klar. Auch so, keine Ahnung, wenn ich halt einen One-Rep-Max-Versuch mache, so, dann ist das da klar, dass der halt reinkommt ins Video. Dass ich danach halt noch einen Back-Off-Set mache mit 25% weniger Gewicht, wo ich das Gewicht halt zügig ablasse und dann explosiv rausschiebe. So, das ist dann
egal für Storytelling, weil ich habe ja mein Gewicht geschoben, weißt du? Okay, also diese Fragestelle kannst du einfach sagen, du gibst schon Gas im Training und du versuchst Ich auch gebe dich mir Mühe. zu 90% clean zu ernähren, aber möchtest halt auch diese 10% Leben nicht außen vor lassen. Ja, also ich glaube, es ruiniert dir halt auch so ein bisschen den Spaß am Leben, wenn du dich immer so nötigen musst. Weil das, was du am besten machen kannst, kannst du mit einer gewissen Leichtigkeit machen in deinem gesamten Leben. So. Und wenn mir jetzt einer sagen würde, Pistole auf die Brust, du lebst 100% Bodybuilding, du kannst nicht mehr mit deinen Kumpels essen gehen, musst immer dein Essen mitbringen. Du kannst beim Feiern gehen nicht einen Schluck Alkohol mehr trinken, du kannst nicht mal bis morgens um 6 im Club chillen, Wollte wenn sagen, du du gehst gar da. nicht feiern, du gehst ins Bett. Ja, so, wenn mir einer sagt, du musst 100% Bodybuilding leben oder nie wieder ins Gym gehen, sage ich, alles klar, dann gehe ich saufen. Echt? Ja, Okay. weil ich so sozial verkrüppeln würde, dann mache ich einen anderen Sport. So, dann suche ich einen anderen Sport als Ausgleich. Aber ich möchte halt vom Leben noch was mitnehmen. Und, weißt du, Bodybuilding ist ein Teil von meinem Leben und auch ein sehr, sehr präsenter. Aber wenn ich halt 10% Bodybuilding-Abstriche machen kann, um dadurch halt sehr viele Erinnerungen zu haben und Stories habe, die ich erzählen kann, so. Keiner erinnert sich ja an den Abend, wo du abends zu Hause saßt und Magerquark gefressen hast. So, du erinnerst dich an den Abend, wo du vielleicht mit, keine Ahnung, anderthalb Bier zu viel drin, ein Mädel angequatscht hast und dafür eine Ohrfeige bekommen hast und dein Kumpel es gefilmt hat, so. Ja. Weißt Ja, klar. du? Und das kannst du halt dann auch so ein bisschen in den Rahmen fassen. Also, keine Ahnung, ich treffe jetzt die Tage den Chang wieder, so, und wie gesagt, ich habe jetzt seit Ewigkeiten keinen Alkohol angefasst und so, aber Chang und ich haben uns jetzt 3 Wochen nicht gesehen und wir haben so unfassbar viel zu erzählen, weil wir halt sagen, so, ich möchte halt auch noch irgendwo ein bisschen leben. Hast du denn mal vor, irgendwann auf die Bühne zu gehen? Also Bock drauf hätte ich auf jeden Fall. Glaubst du Bis jetzt denn, ist dass es. wenn du in eine Prep gehst, dass du das dann halt für diese 12 bis 16 Wochen komplett Bodybuilding-Film leben kannst? Oder würdest du auch da dann weiterhin noch? Ich habe es ja auch so schon geschafft, so dass ich bin da halt einfach so, auch als ich damals das Natural-Coaching und so angefangen habe, ich bin da halt so reingerutscht und habe halt einfach gesagt, so, ja, alles klar, dann mache ich. Und auf einmal bist du halt 10 Wochen dabei, wo du jeden Tag getrackt hast. Keinen Tag deine Meals verpasst hast, jeden Tag halbwegs vernünftig gepennt hast. So, dein Training läuft hervorragend. Das ist ja eine Sache, du bekommst ein gewisses Momentum dann da rein in die Sache. Und wenn, solange du halt in deiner Routine bleibst und dabei, das funktioniert hervorragend, das bekomme auch ich super hin. Aber jetzt sagen wir, du bist 6 Weeks out und ein Kumpel sagt, komm, lass mal da am Bootshaus. Drauf Bist du dabei? geschissen. Ich hab doch ein Ziel vor Augen. Dann Okay. halt nicht. Dann musst du halt leben. Also das Ding ist, warum ich jetzt zum Beispiel ich habe jetzt noch ein paar Events vor der Brust, ist so, hat man ja auch schon im Video mit dem Dwayne gehört, ich liebäugel ja so ein bisschen mit Wettkampf Ende des Jahres, so. Welche Klasse soll es werden? Bin dann Men's Physik. DBFV bzw. NPC, mal gucken, je nachdem, wofür würde halt das Fleisch reichen. Wahrscheinlich wird NPC so ein kleiner Reinfall werden, aber ich fände es lustig, einfach mal um zu gucken, so. Weil NPC auch sehr breit gefächert ist. Du hast halt Leute in meiner Größenkategorie, die wiegen 75 Kilo und hast halt Leute, die wiegen da 98. Ja. Auf 1,73 m. Hast du ja bei der NPC einfach. Ja, und ich habe jetzt aktuell noch so ein paar Events vor der Brust, die ich ganz gerne mitnehmen würde, weil ich jetzt noch ein bisschen, ich sag mal, Spaß haben möchte. Ne? Dann hast du halt, keine Ahnung, dann hast du dir den Freitagabend so ein bisschen versaut, so dann hast du halt schon geplant, Samstag Restday, frisst halt einfach nur, um wieder halt zu regenerieren, guckst das halt einfach dein Essen, dein Schlaf reinbekommst, so und ich sag mal, schiebst dann halt dein Training einfach nur um einen Tag, ist jetzt kein Beinbruch, wenn du halt einfach nur spät ins Bett gehst und dein Essen drin hast, weißt du? Hast dich halt Ja. einfach nur mehr bewegt und hast halt einfach dann dein Schlafrhythmus ein bisschen umgekrempelt, das war's dann ja. Ja. Und das möchte ich jetzt noch ein bisschen mitnehmen, damit ich halt im Zweifelsfall, wenn ich halt, keine Ahnung, Ende August auf die Idee komme, ich möchte halt einen Wettkampf machen, dass ich halt sage, so, alles klar, ich mache halt gar nichts. So dahingehend. Zum Beispiel, es kam jetzt die Karten für die Unreal, Online Unreal ist ein Techno-Event in Amsterdam. Und ich hatte eigentlich schon mit dem Chang bequatscht, so wir müssen eigentlich mal so ein Event wie in Amsterdam, in Rotterdam oder so mal mitnehmen.
Und ich habe ihn bewusst halt nicht gefragt, ob wir uns dafür dann Karten organisieren, oder ich habe keine Karten organisiert, weil ich wusste, okay, gut, das ist irgendwie Dritter, Zehnter oder so. Da werde ich, wenn ich Prep mache, bin ich genau dann in Prep. Zu 100%. So, und dann bin ich nicht nur ein bisschen in Prep, sondern wenn der November der Wettkampf ist und das halt Dritter, Zehnter ist, dann bin ich 4 weeks out, 5 weeks out, 6 weeks out, damit fährst du nicht nach Amsterdam und tanzt 10 Stunden. Den Scheiß machst du nicht. Dann kannst du dir gleich die Prep in die Tonne hauen und kannst du aufgeben. So. Okay, also Dann, er hat doch schon ein bisschen dann. konkreter geplant. Also du hast ja schon wirklich das so ein Ja, bisschen ich. analysiert, ne? Also ich hab mir das halt angeguckt, und so, wenn ich halt dieses Jahr Prep machen sollte, dann sorge ich jetzt dafür, dass halt, da ich keine Steine im Weg liegen habe. Okay, cool. Wär ja dumm, mir dann ein Event reinzuplanen oder Ja, keine Ahnung. klar. Schön jetzt Urlaub für September buchen, weißt du? So, das mache ich nicht. Ja, nee, klar, wenn du deine groben Ziele darin dir gesetzt hast und auch schon weißt, wo du es ungefähr landen willst, dann macht das absolut Ja. Sinn. Und wenn ich halt im September sage, alles klar, mir reichen die Muskeln noch nicht, ich mache halt noch mal ein halbes Jahr Aufbau, dann kann ich immer noch sagen, alles klar, ich fahre eine Woche dahin, ich fahre eine Woche dahin. Ich muss das ja jetzt nicht von langer Hand aus planen, Ja, weißt klar. Vielleicht gibt es ja noch Tickets. du? Ja, Unreal Events sind schwierig, aber das ist was anderes. Ich bin übrigens Okay. auf der Unreal im Bootshaus am. Das müsste mit eines der letzten Events sein, wo ich bin. 14.7., 1.7., irgendwie so. Also die Leute, die das hören, Nico Moreno All Night Long, ich bin da. Ihr habt es gehört, 14.7. Bootshaus werdet ihr Thunfisch nochmal in Action sehen. Das letzte Mal, bevor er dann wirklich auf die Bühne geht. Ja, vielleicht nochmal so Anfang August noch einmal. So, aber sollte ich Prep machen, sind das so, ist das so eins der letzten Events. Ja, alles klar. Gut, dann würde ich nochmal ganz gerne einen kleinen anderen Schwenk machen zu einem Thema, was relativ oft in den Fragerunden aufkam, nämlich deinem Sponsorenwechsel. Ich bin gespannt, wie viel du da erzählen kannst, magst und darfst. Du warst ja vorher recht lange und auch recht etabliert bei einer Marke mit zwei Buchstaben, die dann einen gewissen Vitamin D-Skandal durchlebt hat. Und du hast auch relativ lange noch für diese Firma die Fahnen hochgehalten, wo es schon vorher ja von zum Beispiel Alex gewisse Anschuldigungen gab. Jetzt hast du dich aber der doch dann dazu entschlossen, den Sponsor zu wechseln. Ich würde gerne mal deine Sicht der Dinge und der Historie erfahren. Ja, also das ist eigentlich relativ einfach zusammengefasst. Es kamen die Anschuldigungen, und für mich war das sehr untransparent einzusehen, weil ich halt, weiß nicht, gab es ein Gerichtsverfahren? Ich meine, ja, ich saß halt nicht mit im Gerichtssaal und sonst was, was damals bei Alex war. So. Und ich habe halt von meiner Seite aus dahingehend halt auch Druck gemacht und habe halt gesagt, so, wir müssen Qualität haben, sonst kann ich das halt nicht mehr vertreten. Habe ich dann auch so 2, 3 Tage nicht geworben und habe mich ein bisschen mit der Geschäftsführung in der Haare gehabt. Und habe dann halt das Angebot bekommen, alles klar, such dir Produkte aus, wie du Bock hast, schick die ins Labor, analysier die, viel Spaß. Auf unsere Kosten. Rechnung kannst du weiterleiten. Hast du gemacht? Jo, beim Isolat kam zum Beispiel raus, dass alles in Ordnung ist. So, halt, du kannst halt nicht, keine Ahnung, 300 Produkte ins Ding senden und analysieren lassen. Sondern ich habe halt dann erstmal geguckt, alles klar, was wird halt viel benutzt. Und in dem Fall halt dann Whey, und ich habe damals die Vitamin D-Kapseln analysieren lassen. Pass auf. Und das Labor hat mir geschrieben, dass was bei deren Analyse falsch gelaufen ist. Ich hatte aber keine mehr auf Dings. Ich habe dazu tatsächlich noch die E-Mails rumliegen. Auf jeden Fall hat das Labor einen Fehler gemacht. Ich habe halt aber keinen Ersatz zum Analysieren gehabt. So, weswegen quasi die Analyse unbrauchbar war. Hätte ich Okay. das, ja, hätte das, also die hatten halt einfach nicht mehr genug von den Kapseln, bla, da. Hätte ich zu dem Zeitpunkt noch eine zweite oder dritte Dose gehabt, die ich denen hätte zusenden können, wäre das eventuell, hätte ich mich früher vielleicht von der Firma distanzieren können. Aber hättest du nicht einfach von der Firma noch welche kriegen können, weil, Das naja, ist das, die hätten das es dir Ding war, angeboten. Wollen wir ganz kurz den Akku reinstecken, die Batterie geht gleich aus. Perfekt, sorry dafür. alles gut, Also alles hättest du gut. nicht die Firma noch fragen können, hier, pass mal, habt ihr nicht noch ein paar Dosen? Okay. Oder finde es auch komisch, dass ein Labor tatsächlich dann 180 Kapseln irgendwie nicht mehr gebrauchen kann oder so, wie viel da drin sind. Ich müsste die E-Mail jetzt noch mal auf jeden Fall noch mal raussuchen. Auf jeden Fall haben die halt keine Haftung dafür übernommen, dass deren Ergebnisse vernünftig sind. Das Ding ist, warum ich halt nicht da angefragt habe, und wegen sendet ihr mir noch mal 2 Dosen zu, ist, wenn ich jetzt zu meinem Hersteller hingehe, dem ich
skeptisch gegenüberstehen und sagst so, sende mir mal 2 Dosen, die ich ins Labor senden will. Ja, gut. Was ja. denkst du, wie hoch die Chance ist, dass ich da halt eine schlechte Dose erwische? Mhm. Ja, gut. Und was ist mit dem Booster oder den EAAs, die ja damals auch schon angekreidet worden sind? Hast du die auch hingeschickt oder nur wirklich das Whey und die D3 Kapseln? Das ist, ich habe das Angebot bekommen. Ich glaube, damals war die Abmachung, keine Ahnung, einmal im Quartal oder so. Okay. Und zwischen, ich sende meinen Scheiß ins Labor und alles geht hoch, war halt einfach nicht die Zeit für 2 Analysen. Also für okay. Dings. Aber an dem Tag, wo das ja rauskam, da war ich im Gold's Gym. Und da habe ich halt einfach sofort gesagt, ich kann mir halt aktuell noch keine Stellung zu beziehen, weil ich habe einfach gar keine Informationen und ich bin keiner, der halt sich Meinungen bildet aufgrund von, ich habe gar keine Informationen, sondern ich halte erstmal die Füße still, ich gucke erstmal, wie sich halt alles ergibt, weil wie das halt immer so ist, wenn du mal Scheiße aufzieht, so dann erstmal die Füße stillhalten und das alles analysieren und nicht aus irgendwelchen Emotionen raushandeln. Das ist so mein Ansatz her. Und von da an habe ich halt keinen einzigen Tag mehr Werbung gemacht. Aber zwischen dem Zeitpunkt, wo Alex gegangen ist und dem Video von Christian Wolf ist ja tatsächlich einige Monate vergangen, ne? Ja. Da ist ein bisschen was zwischen gewesen. Aber das dauert ja zwischen Alex ist das und das, dann wird halt das von Alex angestritten, so. Dann war halt zuerst so, ich konnte eine Dose EAAs einsenden, quasi um das zu bestätigen, dass er halt nichts drin war. Das Problem war halt, damals war ich halt so doof und hab halt die Frage gestellt, ich möchte eine Dose ins Labor senden. Okay. Hm. Ne? So. Deswegen, ja, lief nicht alles so optimal dahingehend. Aber ich habe halt mein Bestes gegeben, um halt hinter den Produkten stehen zu können. Deswegen habe ich ja auch endlos Gespräche geführt. Weil der Motto, ich möchte das, ich möchte die und die Privilegien haben. Sonst wäre ich halt gegangen, hätte mir nicht das Recht eingeräumt, dass ich Analysen machen kann, wäre ich. Und deswegen hast du auch so lange noch für die Firma halt die Fahne hochgehalten und auch für die Firma eingestanden, weil es gab halt öfter mal so kleine Clinches mit dir und Alex oder irgendwelchen anderen Influencern, die halt dir da diese Vorwürfe gemacht haben und du hast ja dann recht vehement noch gesagt, so pass auf, ich habe irgendwie das Recht daran zu glauben. Ja, genau, ich sag mal so, wenn du die Vermutung hast, dass deine Freundin dir fremd geht, aber deine Freundin dir immer sagt, hier kannst du mein Handy reingucken, so, und du halt nie was, du halt immer die Möglichkeit hast und quasi kannst auch an ihren Rechner gehen und sonst was so, aber sie dir dann halt verschweigt, dass sie ein Zweithandy hat, so, weißt du, so. Ja, okay, verstehe. Also ich hatte halt aus meiner Sicht halt gerechtfertigt zu dem Zeitpunkt Vertrauen und ich habe mich halt dementsprechend 3-mal verarscht gefühlt, als dann halt die Bombe geplatzt ist, ne? Klar. Und ich bin dann halt, also long story short, ich habe halt, wie man das halt so hat in der Szene, ein bisschen Kontakte zu dem, ne? Und dann habe ich halt mir den mal vom Christian Wolf organisiert an dem Tag, wo das Video rauskam. Hab dann mit dem telefoniert. Und dann war das halt so, ist halt irgendwie im Kontakt und dann quatscht man so ein bisschen so, sagt halt so ein bisschen so, wo halt seine Vorstellungen liegen und ob man da halt drüber irgendwie d'accord gehen kann oder halt nicht so und was man halt eigentlich so machen will. Und so ist man halt einfach bei ESN gelandet. Das war einfach eine logische Schlussfolgerung. Die Produkte sind gut und ich bin halt eh immer jemand, der viel rumprobiert. Deswegen hatte ich auch eine große Markteinsicht über Produkte, die halt aktuell so im Umlauf waren zu dem Zeitpunkt. Ich wusste halt, mit ESN mache ich auf gar keinen Fall was falsch. Da kann ich halt hinterstehen, dass die Qualität so gesichert, da sind so viele Analysen hinter. Ne? Und wenn es halt dann jedenfalls 2,50 Euro mehr kostet, keine Ahnung, bei einer Dose Booster, okay, gut, aber dafür habe ich einen Sponsor, wo ich sagen kann. Wo du nicht nochmal durch dieselbe Geschichte durchgehen musst. Ja, so, das ist ausgeschlossen, dass ich den Scheiß mir nochmal antun muss. Mhm. Es sei denn, keine Ahnung. Hat dich das jetzt von deiner Community viel Nerven und Ärger gekostet oder Kredibilität auch oder war die relativ gnädig mit dem Ganzen? Dadurch, dass ich ja immer relativ transparent mit so Sachen umgegangen bin, das, was ich dir jetzt erzählt habe, dass ich halt ab dem Tag einfach nicht mehr geworben habe. So, klar, manche Leute haben es halt nicht mitbekommen, so. Aber du kannst halt auch nicht immer garantieren, dass wenn du, keine Ahnung,
und 3 Stories machst, so dass halt 15.000 Follower alle das halt mitbekommen. So, Ja, klar. den Podcast hier werden auch nicht alle Leute sehen, die mir folgen, und auch nicht alle Leute sehen, die dir folgen. Richtig. So. Und dieses Ankreiden, so, du bist so ein Dü-dü-dü-dü und dich sollte man und ne, so, das habe ich halt immer nur in den Anfragen bekommen von Leuten, die mir gar nicht folgen. Also da wollte halt wahrscheinlich wieder einfach nur irgendeiner Frust ablassen und sagen, was für ein schlechter Mensch ich doch bin. Obwohl ich halt immer versuche, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Ich wollte gerade fragen, kannst du dir irgendwas vorwerfen in der ganzen Geschichte? Ich hätte wahrscheinlich Alex ein bisschen früher anrufen sollen, aber ich war halt zu stolz, um mich halt bei Alex zu melden, weil Alex und ich waren halt auch so ein bisschen durch die gesamte Sache halt aufgerieben und sonst was so. Das war halt so, nee, den rufe ich nicht an. So. Ich höre mir nicht die andere Seite an, weil der ist ein Arsch, weißt du so. Habt ihr mittlerweile dieses Gespräch geführt? Wir haben auch vor Dennis James viel gequatscht. Wir haben auch vor Dennis James, keine Ahnung, Stündchen, anderthalb oder so standen wir drauf und haben geredet. Aber das kam halt eher so, Alex steht da, ich gehe halt zu dem hin, ich entschuldige mich dafür, dass ich halt Dings, also ich habe mich tatsächlich bei ihm entschuldigt, dass wir halt, das halt alles so passiert ist und ne, man halt mehr Stress dem anderen gemacht hat, als man eigentlich hätte tun sollen. Ne? Und dann haben wir uns halt einfach wie erwachsene Männer darüber unterhalten. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht die allerbesten Freunde werden, so, aber man sollte halt wenigstens die Eier haben und sagen, so alles klar, ich habe halt einen Fehler gemacht, so, ich wollte, dass du das halt weißt. Und dass ich halt nicht immer noch hier sage, so, ich habe aber recht. So, das macht halt in meiner Welt keinen Also die Sinn. Entschuldigung hat er dann wahrscheinlich auch angenommen, so wie ich ihn kenne. Ja. Absolut. Und von daher, Alex ist ja auch ein super korrekter Typ. Mit dem kannst du ja reden. Der schreit dich nicht an, was für ein Bastard du Richtig. bist, sondern das ist immer jemand, mit dem du reden kannst. Der sagt halt vielleicht so, ja, war scheiße von dir und das werde ich dir halt dein Leben lang vorhalten. So, weil das war halt wirklich große Scheiße, wenn halt was ist. Aber der versteht halt gegebenenfalls, warum du halt was wie gemacht hast oder ne? So. Das ist Ja. jetzt jemand einfach, mit dem man reden kann. Aber du kannst dir nicht vorwerfen, dass du irgendwas meinetwegen gewusst hättest oder vermutet hättest und dann nicht entsprechend Konsequenzen gezogen hast, nur weil du in Anführungsstrichen noch jung bist und diese Firma dir halt ja natürlich auch irgendwo finanzielle Sicherheit geboten hat. Also, ich sag mal so, für das wenige Geld, was ich da verdient habe. Dafür würde ich meinen Arsch nicht verkaufen. Hätte, glaube ich, sich anschaffen mehr gelohnt. Okay. Sag ich dir, wie es ist. Also, ne, da hätte ich, keine Ahnung, andere unmoralische Scheiße eher machen können. Als das. Und von wegen halt, was man halt gewusst hat, so ich war halt zu einem großen Teil genauso unwissend wie halt viele andere Leute aus der Community einfach auch. So. Und dann hast du halt Vermutungen, dann rufst du halt an und sagst so, ey, ich habe hier Vermutungen und ich habe hier Misstrauen. Was können wir dagegen machen? So. Und dann hörst du das halt einmal, dann können wir halt das machen und dann heißt es so, ja, hier kannst du halt Analysen machen. So. Und dann denkst du halt so, alles klar, bietet dir doch keiner an, dass du Analysen machen kannst, wenn er nicht zu 100% von allen Sachen überzeugt ist. Du musst auf diese Frage jetzt nicht antworten, weil ich immer weiß, dass es ein bisschen heikel ist. Aber glaubst du denn, dass dieses Entschuldigungsvideo, was ja dann hochgeladen worden ist, beziehungsweise der Fakt, dass es wirklich nur eine Charge war und dass der Produzent einfach Kacke gebaut hat, sonst aber alles legit ist, glaubst du, dass sowas irgendwo noch realistisch und haltbar sein kann? Oder glaubst du wirklich, dass da wirklich Schindluder in großem Maße betrieben hätte sein können, mit dem Konjunktiv zu benutzen? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Das Ding ist halt, werd ich halt einmal verkauft, so wer macht es nicht auch noch ein zweites Mal. Also das ist halt so meine Herangehensweise, ne? Werde ich Also, wer einmal einmal über lügt, den ein glaubt man nicht. Ja, na, wer dich halt einmal über den Tisch zieht, so, da muss er halt schon, da muss er halt schon was dafür tun, dass ich dir halt wieder vertraue, weißt du? Und wenn sie es nicht Aber wussten? ja, okay, gut, aber dann bist du ja immer noch dafür angehalten, sobald du halt ein Problem hast, dass du als Invertriebbringer dann die Qualität sicherstellst. Ja. Also, dann muss halt die Qualitätskontrolle stimmen. Glaubst du, diese Kurve kriegen sie? Keine Ahnung, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem im Unternehmen und ich bin auch froh, dass ich damit gar nichts mehr zu tun habe. Weil als die Bombe geknallt hat, so dann, ich hatte da jetzt nicht unbedingt so Spaß die nächsten Tage danach und ich habe da keine Lust mehr drauf und ich Nein. habe auch keine Lust, das zu wiederholen. Deswegen bin ich bin da raus und ich bin froh darüber.
Also für alle notgeilen Anwälte oder wer auch immer hier rumgeiert, wir spekulieren jetzt hier nur. Ja, wir geben nur wieder, was Christian Wolf auch schon unlängst wiedergegeben hat in einem Video. Und ja. Außerdem, um welche Marke geht es überhaupt? Wir haben gar keine Namen. Ahnung. Ich wollte gerade sagen, weiß ich gar nicht. deswegen, im Übrigen, ich bekomme auch noch Geld von denen, das ich halt nie bekommen werde. Aber anderes Thema. Bist du, glaube ich, ja. Nee, das sage ich lieber nicht. Man kennt die Geschichten. Man kennt man hat Geschichten und Gerüchte gehört. Huch! Genau. Was ist denn jetzt hier los, Alter? Bei mir hat sich gerade Canva geöffnet. Ganz von Geisterhand. Gut, bevor ich dann auch hier gleich irgendwie langsam zum Ende komme, es gibt noch so ein, zwei Fragen, die konnte ich einfach nicht mit einbauen. Sonst habe ich, glaube ich, hoffentlich alle abgehandelt hier mit drin. Und zwar wollte ein Zuschauer unbedingt wissen, welchen Bizepsumfang du jetzt hast. Boah, ich wollte tatsächlich vorhin noch mal messen, weil ich die Frage auch bei Instagram bekommen habe. Keine Ahnung. Vielleicht ist es genau so derselbe, der die gestellt hat. Also, keine Ahnung. Das letzte Mal, als ich gemessen habe, waren sie wie 39,8 oder so oder 39,7. Aber kalt. Ne? Come on, Colin. Jetzt hol mal Maßband, gucken, ob du den 40 geknackt hast. Also mit Pullover auf jeden Fall. Mit Pullover, okay. Warte, ich habe mir mit Sicherheit ein Maßband gefunden. Im Nachttisch. mein Schlafzimmer ist am anderen Ende. Ja. Aber keine Ahnung. Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal gucken. Wenn du es mit dem Pullover ziehst. Hätten wir vor dem Podcast machen müssen, da war noch Oberkörper frei. Ja, genau. So, aber wenn du es hier mit Pullover haben willst, dann bin ich jetzt hier so bei, ja. Flex. So. Das ist der Pump. Der Pullover ist der Pump. Ja, kalt mit Pullover 42. Ja, guter Jan, Leute. Maschallah, er ist ein 40er-Club. Also wahrscheinlich kalt so ein 40er. Ja, guck, hat er die 40 geknackt. Also ich hoffe, du bist zufrieden. Wir haben sogar live gemessen im Podcast. Ja. Aber aktuell schieben auch Kohlenhydrate ganz gut. Also ich hoffe, wenn die Ernährung so weiterläuft, wie sie aktuell weiterläuft, gib mir 2 Monate, dann hat sich da schon ein bisschen was getan, auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, wenn du es noch durchziehst, auch wie es auf der Bühne nachher aussehen wird, dann bin ich wirklich gespannt. Und die letzte Frage, die ich einfach nicht mit einbauen konnte, hast du schon mal Psychedelics probiert? Also im klassischen Form von LSD und Mushrooms, Pilzen. Nein. Ja. Nein, das nicht. Das nicht. Also keine Ayahuasca, wie es heißt, Zeremonie in Peru gemacht. Nein, das alles nicht. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ich habe halt in meiner Jugend halt hart viel gekifft, so. Ja. So mit 15, 16 auch schön auf dem Schulhof und so ein dummen Quatsch, so. Ich war einmal im Club und hatte dann die Nase voll und ich sag mal so, ich war so besoffen, dass ich halt davon nichts mitbekommen habe und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. So deswegen. Aber rauchen kannst du noch, ne? Ja, rauchen tue ich noch, aber auch nicht mit Begeisterung. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen auch so damit auseinandergesetzt, von wegen, was halt passiert mit Rauchen und warum Rauchen eigentlich so kacke ist für Trainingsperformance. Das liegt einfach grob daran, dass Kohlenstoffmonoxid deine roten Blutkörperchen blockiert. Und die dann halt keinen Sauerstoff mehr aufnehmen können. Dementsprechend ist halt deine Ausdauerleistung kacke. Wenn du jetzt vorm Training anstelle zu rauchen, dampfst, hast du das Problem nicht, wenn du halt gar nichts inhalierst. Das recht nicht, ne? Deswegen, ich bin aktuell eh runter von dem, was ich rauche, von der Menge her, weil ich fress halt einfach lieber aktuell. Also, das funktioniert auch hervorragend. Mhm. Anstelle, dass du halt, keine Ahnung, innerhalb von 16 Stunden, wo du wach bist, 10 Zigaretten rauchst. So, oder damit es einfacher zu rechnen ist, anstelle von 16 Stunden, wo du wach bist, 16 Zigaretten raus, rauche ich jetzt halt nur noch 12, so, aber weil ich halt mehr esse, so kommt, ne, schiebt sich das halt, weil also dieses Schmachtgefühl und Hungergefühl liegen sehr nah beieinander und wenn du halt früher geraucht hast, wo du halt Hunger hattest, hast du halt jetzt Essen dabei. Ist denn das Ziel, ganz von davon wegzukommen, oder? Ich habe schon vor Ewigkeiten gesagt, ich höre allerspätestens auf, wenn ich die Nachricht bekomme, dass ich Vater werde. Allerspätestens. Ja. Ab dem Tag weg. Aber ich warte dann auch von meiner Frau, wenn sie vorher geraucht hat, weg. Für immer. Mhm. So.
Den Scheiß, du rauchst nicht weiter, wenn du ein Kind bekommst, wenn du ein Kind gerade, ne? So. Und das gibst du erst recht nicht an die nächste Generation weiter. Aber klar, der Optimalfall wäre, und ich habe da halt auch eigentlich Bock drauf, dass ich es zuerst mal minimiere, beziehungsweise auch ganz rausschmeiße. Aber ich bin halt auch leider jemand, der besonders in sozialen Umgebungen einfach gerne raucht. So. Ich mag das, dass du nach dem Essen mit irgendwie drei, vier Leuten bei einer großen Veranstaltung aufstehen kannst, rausgehst, rauchst. So. Und dann stehst du da halt und das hat so dein Kreis und so und ihr macht alle irgendwie dasselbe. So, ich mag die soziale Komponente davon halt einfach. Aber das kann man Auch. ja auch sich beibehalten, das macht man nicht 12 Mal am Tag. Ja, genau. Aber das ist also dieses Ritual-Ding, ich mag das halt einfach. Ne? Das ist deswegen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, der viele Leute beim Rauchen noch hält. So, es ist gar nicht so die Glaube ich Sucht, auch. sondern es ist halt eher so, meine Kollegen gehen jetzt runter eine rauchen und eigentlich kann man da immer tratschen und jetzt so kann ich halt nicht mit runtergehen, weil wenn ich mit runtergehe, rieche ich den Rauch und dann will ich auch einen. So, das ist dann dieser Teufelskreis. Ja, glaube ich auch. Glaube ich tatsächlich auch. Wäre vielleicht ein Anreiz, wenn du auf die Bühne gehst, dass du dann sagst, hey, in dem Moment, in Also, der Prep. Obwohl die meisten rauchen ja gerade in der Prep ein bisschen mehr, ne? genau, also eigentlich, so doof sich das anhört, ist. Es wäre taktisch klug, 4 Wochen, bevor du die Prep anfängst oder vorher aufzuhören, dass du quasi einmal komplett aus der Sucht raus bist und dann in der Prep wieder anzufangen, um mit dem Nikotin, was dann halt neu reinkommt, den Hunger zu übertünchen. Oder in der Offseason gar nicht und dann der Prep halt vielleicht als letztes Man Mittel. munkelt, ein Mr. Olympia-Kandidat von diesem Jahr macht das genauso. Ja? Ja. Ein Deutscher? Ja, klar, also ich rede ja nicht von Okay. anderen. Okay. Es gibt einen Deutschen, der stand auf Mr. Olympia, der hat zumindest früher seine Prep so gemacht. Das weiß ich. Und da war der Nice, auch schon geil. Profi. Oh Mensch, das können wir Leute mal spekulieren, wer es sein kann. Die spekulieren immer, auch wenn die Leute wüssten, wie viel die Leute feiern gehen und rauchen und sonst was so. Wenn die Wie wissen, wie viele gesagt. Bodybuilder kiffen. Es ist. Ja. Ja, also das sowieso. Aber, Kiffen ist ja gar nicht so weit weg von, wenn du dir eh schon Stoff reinjagst und nicht pennen kannst, ist das sehr, sehr nah beieinander, dann ist das schon fast medizinisch, so. Die fressen ja auch Schlaftabletten und sonst was, so. Also, ein Bodybuilder ist ja immer dazu geneigt, ich sag mal, ob's legal ist oder nicht, solange es einen Sinn für mich hat. Das machen ja viele Bodybuilder. Aber wie viele Leute halt Sachen machen, die, sag mal, nicht typischer Fitness-Lifestyle sind, aber das können sie halt nicht posten, weil die haben sich halt so ihr Image gebastelt und das wird halt aus dem Image rausfallen. Es recht die Mädels. Glaube ich schon, ja. So. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was viele junge Mädels haben, ist, wenn sie wie Influencerin XY folgen und die macht ja nur einen Wettkampf und dann weißt du halt hinter den Kulissen, die ist halt eigentlich voll wie eine Weihnachtsgans. Damit sie halt auf ihrem Wettkampf gut aussieht, weißt du, das ist. Das finde ich viel verwerflicher. Aber genau deswegen mache ich halt meinen Content, wie ich ihn mache und muss dann halt gegebenenfalls damit leben, dass halt Leute sagen, Digga, friss doch mal, rauch mal weniger, hör auf Kekse zu fressen, so. Aber ich versuche halt einen Blick in die Realität zu bringen, so halt auch einen Re Blick in meine Realität und nicht nur klassisches Ja. Hardcore-Bodybuilding, Johannes Lukas YouTube-Video-Gedöns. Und dann wird man wahrscheinlich diese Hardcore-Szenen so ein bisschen missfallen, das ist auch in Ordnung, aber du hast halt dein Maximum schönes Leben für dich Genau, gestaltet. also ich möchte auch keinen dafür verurteilen, dass er halt sein Leben gerne so lebt, wie er es gerne lebt. Also wenn es für dich vollkommen in Ordnung ist, jeden Abend dir dein Magerquark reinzuhauen um 21 Uhr und um 21:30 Uhr zu pennen und morgens um 6 aufzustehen, um dein Cardio zu machen, weil das für dich das wunderschönste Leben der Welt ist, morgens halb verklatscht auf dem Fahrrad zu sitzen, eine Stunde bevor du zur Arbeit gehst, ey, es ist dein Leben, viel Spaß damit, für mich ist es nichts, so. Go Und for it. so, ich chill dann halt lieber mit meinen Jungs, irgendwie bei 32 Grad Außentemperatur am See. So, die Jungs saufen ein Bierchen und ich habe halt mein Meal Prep dabei. Ist doch auch vollkommen in Ordnung. Weißt du? Du kannst ja immer einen Zwischenweg finden. Wie gesagt, wenn ich halt feiern gehe, habe ich halt auch im Rucksack ein oder zwei Meals. Dann sitze halt auf dem Rückweg in der Bahn. So. Ja, Rico sagte das schon mal, man muss sich auch mal fragen, wer hat dann vielleicht ein höheres Stresslevel oder ein niedrigeres Stresslevel und baut im Endeffekt vielleicht nachher sogar besser auf. Ja, absolut. Also, Ja. es ist ja halt auch einfach so, wenn du halt einfach Spaß an deinem Leben hast und das mit einer gewissen Geschmeidigkeit machst, so, ist doch cool. Ja, absolut.
Gut, Colin, dir gehört das letzte Wort. Du darfst gerne Werbung für dich machen, du darfst gerne noch eine Message loswerden, die du schon immer loswerden wolltest. Du darfst auch einfach jetzt auflegen. Ach, Wie? alles gut. Leute, die mich feiern, können mich immer gerne bei ESN unterstützen mit dem Cartoonfisch. Ich habe denselben schwachsinnigen Code mit rübergenommen. Ich finde das hervorragend. Leute, die dich unterstützen wollen, du hast ja auch einen Rabattcode bei HPN, habe ich gehört. Elite. Seht ihr? Dann könnt ihr da gerne einkaufen. Ich bin da halt auch immer frei. Also, wenn dich jemand supporten will, soll er mit deinem Code einkaufen. Wenn mich jemand supporten will, soll er mit meinem Code einkaufen. Und wenn er Influencer XY supporten will, ey, dann kauft da ein. Feel free. Von daher, schön, dass ihr zugeguckt habt. Mich findet ihr auch auf YouTube als auch auf Instagram. Und ich probiere es mit TikTok aktuell so ein bisschen. Ich fühle mich da noch nicht ganz wohl. Aber wie das immer so ist mit manchen Sachen, man muss erstmal damit warm werden, auch wenn man das am Anfang noch nicht möchte. Unter dem Namen Na, Thunfisch Aesthetics, ne? unter dem Namen Thunfisch Aesthetics, genau. Also, da könnt ihr gerne reingucken. Da gibt es vielen schwachsinnigen und unterhaltsamen Content mit so ein bisschen Trainingslehre und Informationen dabei. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Das hoffe ich auch. Und in dem Sinne, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann tut mir einen Gefallen, teilt die Folge, liken sowieso. Das ist jetzt mittlerweile schon Pflicht, wenn ihr auf diesem Kanal unterwegs seid. Und kommentieren dürft ihr es natürlich auch. Ob ihr meint, der Colin macht das alles richtig oder er macht das alles komplett falsch, das dürft ihr euch natürlich jetzt in den Kommentaren gerne mal drüber Bitte auskotzen. gerne. Ja, tut es. Konstruktive Kritik und Diskussion sind immer gern gesehen. Genau, seid lieb, seid nett, bildet euch breiter und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.